klatscht kurz rein bei mir. Klatscht du auch bei dir rein? Oh, warte. Man hört's nicht. Egal. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge Nani, dem Anime-Podcast. Heute natürlich wieder auch live in Video und Farbe und so für alle, die das auf YouTube sich angucken. Aber natürlich auch wie gewohnt per Audio für alle auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Und natürlich wie immer mit dem wunderbaren Viet. Und der einzigartigen Julina. Es freut mich wieder, dass wir zusammen über Anime und etc. quatschen können. Wir schweifen ja manchmal auch immer aus, deswegen ist es nicht immer nur über Anime. Das stimmt wohl, ja. Aber ja, wir haben viel zu erzählen auf jeden Fall. Wir waren ja auch im Urlaub. Du warst in Japan, ich war in Thailand. Und ja, es ist viel anime-technisch auch passiert. Die letzte Season war ja einfach super stark, muss man sagen. Ne? Wir hatten irgendwie Solo-Leveling, wir hatten Frieren, Tagebücher einer Apothekerin, der so ein absoluter, für mich so ein Undercover oder Underdog war, der dann reingeslidet ist, wo ich gemerkt habe, oh, der ist richtig, richtig gut. Wir haben ihn jetzt auch zu Ende geguckt. Ja, ey, also gerade beide Anime liefen ja parallel zur gleichen Zeit und sind beide dann geendet. Und ich glaube, es war irgendwie so Apothekerin Frieren Friday gewesen, wo dann beide die letzten Folge haben und ich dann noch gemerkt habe, okay, die Tagebücher der Apothekerin, die hauen auch ziemlich gut rein. Also ich dachte immer so, ja, alle reden gerade über Frieren, weil, ey, zu Recht gehypt. Ich habe damit jetzt auch angefangen, finde es auch gut. Aber ich dachte immer so, ja, die Tagebücher der Apothekerin, die gehen gerade so ein bisschen unter. Habe dann einen Tweet rausgehauen und höre so, also, ja, finde ich auch gerade toll, finde ich auch richtig toll. Ja, das ist richtig super. Ich dachte so, ah, okay, finden doch schon ziemlich viele Leute cool, hat aber nicht so viele Memes wie Frieren. Das stimmt natürlich. Aber ich finde es halt so interessant, weil wir wirklich mal was anderes bekommen haben jetzt die letzte Season. Ne? Sowohl Frieren als auch die Tagebücher der Apothekerin sind so nicht so ein klassischer Shonen oder so, sondern irgendwie so slow-cooked, lo-fi-mäßig. Es sind zwei komplett unterschiedliche Anime, bei denen man auch sagen kann, ey Leute, wenn ihr nicht irgendwie so diese Battle-Shonen mögt, diese Sportdinger, also diese typischen Anime-Sachen, ne? So das, was dann Shonen Jump kommt, so Naruto oder Dragon Ball, wenn das alles ein bisschen zu viel, ja, wie soll ich sagen, zu macho ist für euch und ein bisschen was anderes haben wollt, eine Geschichte erzählt haben wollt, die eventuell westliche Medien bisher noch nicht so richtig erzählt haben, dann sind die Tagebücher der Apothekerin wie auch Frieren gerade die besten Picks überhaupt, um Leute dann zu Anime zu bringen, weil ich finde, ich sorry, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen einkrätsche, aber ich kann ja gleich erzählen, ich habe ja mit Frieren angefangen, als ich aus Japan zurückkam und ich bin sowas von überrascht, wie anders eine Geschichte erzählt werden kann, obwohl man das Setting so auch ein bisschen kennt. Es ist nichts Spezielles an Frieren, an der Welt an sich. Es gibt Elfen, es gibt Magier, es gibt Krieger, es gibt Zwerge. Es ist eine ganz normale 0815 Fantasy-Welt, aber diese Elfe Frieren, die einfach so 1000 Jahre leben kann und jetzt versucht, in der Zeit eines menschlichen Lebens das zu machen, was sie irgendwie in der Vergangenheit nicht geschafft hat, das ist eine Geschichte und eine Facette, die ich irgendwie noch nie woanders gesehen habe. Ja. Es geht halt so viel um, ich wollte gerade sagen, Menschlichkeit, ja, vielleicht auch. Ja. Aber ne, weil es geht viel irgendwie darum, so, okay, was machen wir irgendwie eigentlich mit unserem Leben? Was, wie können wir irgendwie das wertschätzen, was wir erleben und wie wichtig ist es eigentlich, irgendwie auch im Moment zu leben? Und es ist halt nicht, also klar, Frieren hat auch irgendwie so Kampfsequenzen und richtig coole Fights und so. Aber im Kern geht es eigentlich nicht darum, sie will unbedingt stärker werden, um dann den bösen König zu besiegen. Der ist ja schon längst tot. So, sondern es ist ja wirklich so, es geht um, ja, Charakterentwicklung mehr oder weniger. Und das ist halt, glaube ich, was wir sonst nicht so sehen. Ich meine, schon geht es ja auch oft Charakterentwicklung, aber dann im Sinne von irgendwie Power-Level oder gut, so ein bisschen reifer werden die dann auch. Aber das ist ja wirklich, bei Frieden ist ja wirklich nur, ich möchte irgendwie als Person wachsen und irgendwie ein gutes Leben führen lernen. Denn der Kampf zwischen Gut und Böse, der hat schon stattgefunden. Der passiert halt gar nicht mehr. Es ist halt wirklich so das Ende einer Reise. Das sagt auch schon der Untertitel. Und sie ist ja auch eigentlich, sie hat so einen ganz merkwürdigen Trait, sie will die ganze Zeit magische Fähigkeiten sammeln. Weil es so ihr Hobby ist.
Aber ich glaube, dazu wird da noch mehr erzählt, oder? Weil ich bin halt noch nicht so weit, wo dann gesagt wird, weshalb sie dann die ganze Zeit diese magischen Sachen sammelt. Ja, das ist halt auch interessant, weil das ist auch so ein bisschen so eine... Da wird es auch so ein bisschen so... es ist, ich sag mal, so ein gesellschaftliches Phänomen, weil, also beziehungsweise, das hatte ihre Meisterin Flamme, hatte das quasi einer anderen Magierin auch gesagt, ja, Frieren ist halt eine Magierin der Friedenszeit. Mhm. Weißt du, es gibt halt, war vorher diese Kampf- und Kriegszeiten, alle wollten stärker werden, wollten mächtige Zauber haben. Und Frieren ist halt eine Magierin, sie braucht nicht stärker werden. So, weil es gibt nichts zu bekämpfen. So, es geht jetzt um andere Dinge. Es geht jetzt um Lebensqualität. Und das ist so ein bisschen so der Punkt. Es ist einfach, sie hat eine andere Haltung. Sie ist irgendwie anders geprägt. Aber ist es nicht so, die weise Elfe bereitet sich in Friedenszeiten auf den Krieg vor? Ja, vielleicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall hat Frieren andere Pläne, sagen wir es so. Yeah, man merkt es. Sie hat komplett andere Pläne und ich freue mich, dass es bald weitergeht. Ich möchte jetzt auch nicht so viel darauf jetzt eingehen, weil wir hatten schon mal darüber gesprochen. Du hattest darüber schon erzählt, was daran ist. Ich glaube, das war in der letzten Folge. Also schaut euch nochmal Folge 59 oder hört nochmal in Folge 59 rein. Was ich nur nochmal erwähnen möchte. Yuasobi singt schon wieder das Intro. Wie viele Intros kann diese Frau bitte singen? Also es ist im Moment so, überall, wo ich hinsehe und hinhöre, egal in welchem Medium, ich höre die Stimme dieser Frau. Es ist nicht so, dass ich genervt bin von dieser Stimme. Ich bin begeistert und beeindruckt, wie viele Anime-Intros sie gerade singt, die alle fantastisch sind. Ja, das stimmt vollkommen. Mich freut es auch einfach immer wieder, weil ich da weiß, ja gut, wird halt ein gutes Intro, ne? Also. Und gar nicht so. Sie ist die moderne Version von Lisa. Weil Lisa war ja die letzten Jahre dann halt immer so, ja, alle Lieder sind von Lisa. Ey, so sehr ich Sword Art Online halt nicht mag, das Intro von Sword Art Online ist gut. Ja. Es ist, ich muss einfach zugeben, es ist gut. Das Demon Slayer Intro, das allererste, es ist fantastisch. Und alle anderen Intros, die sie singt, sind fantastisch. Und das gleiche ist auch mit Yuasobi. Ja. Alles, was ihre Handschrift trägt, ihre Stimme und das so in die Richtung klingt, ist gut und es klingt, so böse es klingt immer ein bisschen ähnlich und gleich. Sie hat ihre eigene Handschrift, aber es ist nicht so, dass alle Songs gleich klingen, wie bei Modern Talking, sondern sie hat ihre eigene Handschrift, die man dann immer wieder raushört. Ja, das stimmt. Weil bei Frieren ist es ja richtig cool, wo man diesen Chor, der dann im Hintergrund noch singt und so, diese Klavierklänge am Anfang, Chefskiss. Ja. Ja, und das ist halt, ne, gerade wir kennen es ja vor allem wahrscheinlich auch, oder viele kennen Yuasobi ja auch von, wie heißt das nochmal? Beastars? Zweite Staffel Beastars quasi? Oh, Beastars, stimmt, war sie auch schon. Ich war jetzt gerade in Gedanken bei dem Idol-Ding-Bum. Achso, Oshinoko. Oshinoko, genau. Ne, wo es ja quasi, da ging sie eher so diese Idol-Runde. Idol-Musik und jetzt hat sie hier dieses eher, ich weiß nicht, was für eine, fast schon folkige. Oder ich weiß nicht genau, so in die Richtung. Geht alles. Ja, oder Gundam, Witch from Mercury. Singt sie auch. Right. Oh mein Gott, das war so auch so gut. Ich habe dieses Intro. Oh mein Gott. Das ist so verrückt, wo sie alles ist. Sie ist sowas von vielseitig und kann irgendwie zu jedem Genre irgendwas raushauen. Ja, das ist echt krass. Also, einmal Respekt an Yuasobi, auf jeden Fall. Definitiv so viel Kudos, ey. Ja. Und ja, und letzte Season war schon krass, aber wir sind jetzt in der Frühjahrs-Season und werden heute noch mal so ein bisschen über Anime sprechen, die wir jetzt in der Vergangenheit geguckt haben. Aber wir werfen noch einen kleinen Blick darauf, was uns so jetzt in der Frühjahrs-Season erwartet. Und holy moly ist die stacked. Also da, es gibt so viele krasse Anime, die jetzt rauskommen. Auch viele Fortsetzungen von richtig großen Anime rein. Das ist heftig. Ist einfach nur heftig. Willst du erstmal den Ausblick machen? Wir können auch erstmal den Ausblick machen, ja. Okay. Ja, weil wenn du schon damit anfängst, deswegen. Hast du recht. Also ich habe auch teilweise schon ein paar davon reingeschaut. Mhm. Aber ich gucke, die sitzen ja meistens erst so ein, zwei Folgen oder so draußen. Deswegen da
sprechen wir, glaube ich, einfach in der nächsten Staffel irgendwie nochmal, in der nächsten Folge. Nächsten Staffel von Nanini. Nochmal genauer drüber. Aber man kann ja schon mal so ein bisschen sagen, also ein Anime, in den ich auch schon reingeschaut habe, der ein ultra geiles Intro hat, wo wir gerade schon bei Intros waren, ist Windbreaker. Und Windbreaker sagt einem erstmal vielleicht gar nichts. Das ist eine Jacke. Actually, ja. Also es ist, also ne, ich habe auch direkt an die Jacke gedacht. aber das ist, es könnte potenziell ein besseres Tokyo Revengers sein. Das habe ich auch gelesen. Und ich weiß noch wirklich gar nicht, worum es ging. Es geht eigentlich, glaube ich, wieder nur um Schulgangs, die sich prügeln, oder? Ja. Und ja, im Prinzip schon, ja. Aber ohne Zeitreiseaspekt oder Butterfly-Effekt. Ganz normal, ganz normale Jugendliche. Wobei die Kampfmoves, die ja, boah, aber ja, grob normal. Okay. Japanische Jugendliche halt, ne? Kennt man. Man kennt es. Genau. Und da läuft schon die erste Folge? Oder die, die erste Folge habe ich schon gesehen und ist schon gelaufen, ja. Ah, okay, bin ich sehr gespannt, weil ich weiß halt, Tokyo Pop bewirbt es gerade sehr, sehr stark, weil die den Manga dazu haben. Und wie gesagt, da ist auch ein richtig geiles, so J-Rock, aber so richtig fast-paced. Also es geht so richtig vorwärts und macht richtig Bock. Von Yoasobi. Nee, nein, nicht. Aber ich hab dadurch tatsächlich einen anderen Künstler entdeckt. Das ist der Naturi, heißt der. Naturi. Der macht ziemlich coole Musik, muss man einfach sagen. Okay. Ich rede mir immer viel über Musik. Ist halt. Es ist ein wichtiger Bestandteil. Ich finde, es würde was fehlen in Anime, wenn diese ganzen fantastischen Intros fehlen. Also, wir kennen halt diese Anime-Intros, die dann ins Deutsche übersetzt wurden, die danach so wie, ja, deutsche Schlager klingen. Aber trotzdem sind es geile Melodien, die sie spielen. Also, die wissen halt, wie man Ohrwürmer macht. Ich glaube, es sind sehr einfache Melodien, die aber wirklich eingängig sind fürs Ohr, weshalb die für uns dann halt einfach gut funktionieren. Was ja nicht schlecht ist. Genau, es ist auf jeden Fall eine Kultur ja eigentlich schon. Ja. Genau, es ist, aber jetzt habe ich natürlich mit einem Underdog angefangen tatsächlich, aber wir sehen halt, ich hatte schon angekündigt, viele Fortsetzungen. Wir sehen Konosuba, endlich Konosuba Staffel 3. Ich freue mich drauf. Ja, meine Wiedergeburt als Schleim Staffel 3 ist auch schon losgegangen. Schon zwei Isekai? Ist Schleim Isekai? Nein. Nein, Schleim ist ja, doch, meine Wiedergeburt. Also, ja, Wiedergeburt, ja, stimmt. Ja, sorry. Jobless Reincarnation geht auch weiter, wobei ich das gerade nicht weiter gucke. Noch ein Isekai. Genau, dann, ich mach mal kurz mit den großen Sachen weiter. Demon Slayer kriegt ja den Hashira Trainings Arc. Aber erst im Mai, ja, genau, ja. Das ist ein bisschen später. Also, da habe ich ja auch ein bisschen Kritik schon gehört von den Leuten, die den Film gesehen haben. Oh, okay. Die meinten also, der Film war, da haben sie sich ein bisschen verarscht gefühlt, weil die ersten 50 Minuten des Films einfach so die letzten paar Folgen der letzten Staffel waren und erst irgendwie in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Films waren es irgendwie so die ersten zwei Folgen der neuen Staffel. Ja. Mann. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn das der Film ist, schwierig. Dann freue ich mich sehr auf die neue Staffel halt, die im Mai kommt. Ja. Und es gibt, wo wir gerade schon beim Thema Filme sind, gibt es auch viele, die jetzt irgendwie kommen. Den Spike's Family Film kommt ja auch. Code White oder so heißt er, glaube ich, ne, oder so. Ja, Code White am 23.04. Kommt er, also am Dienstag, aber es gibt einige Kinos, die den auch am Wochenende zeigen, falls ihr es am Dienstag nicht schafft, den zu schauen. Ja. Und ansonsten gibt es noch, ja, Blue Lock kriegt einen Film zu Nagi, also so eine Art Side-Story zu einem der Charaktere. Bocchi the Rock kriegt einen Movie, den werde ich auf jeden Fall sehen. Okay. Es gibt wohl auch noch einen neuen Code Geass Movie, der kommt diese Season. Und du hattest, glaube ich, noch was aufgeschrieben. Ja, ja. Hier am Wochenende läuft im Savoy Lupin the Third, das Schloss des Cagliostro. Das ist einer der ersten Hayao Miyazaki-Filme mit Lupin the Third. Der freut mich drauf. Da werde ich am Wochenende reingehen und mir den nochmal anschauen. Ich habe den noch nie geschaut. Ich mag Lupin, aber ich habe den komischerweise nie gesehen. Ja, ich
ich habe, wie gesagt, Lupin nur früher geschaut, als er auf MTV lief, aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so dran. Aber es gibt noch andere krasse Anime. Also ich habe jetzt die großen Namen genannt, aber es gab, glaube ich, noch ein, zwei, von denen du mir auch, glaube ich, erzählt hattest, auf die du dich freust. Ja, komplett neu, Newcomer. Also Go-Go Loser Ranger ist, wie soll ich sagen, es ist The Boys als Anime. Also die Amazon-Serie, die ihr kennt, oder das Comicbuch. Es geht halt darum, dass die Welt schon gerettet wurde von den fünf Keeper, die so aussehen wie die Power Rangers oder Sentais. Und jetzt wöchentlich dann immer eine Show abziehen vor den Menschen und so tun, als müssten sie nochmal die Welt retten. Und die behandeln sogar dieses Thema, dieses Trope, was bei Power Rangers immer da ist, so Monster of the Week. Und das machen sie da auch. Die ziehen diese Show durch und tun immer so, als wären sie die krassesten, aber sind sie halt einfach nicht. Und irgendwann hat einer dieser Minions keinen Bock mehr. Und das ist Go-Go Loser Ranger. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie die Darstellung ist, weil The Boys ist ja ab 18, weil ja Gewalt und so. Sex! Sex! Und der Go-Go Loser Ranger war die FSK, glaube ich, 12. Ja, mal schauen. Mein größtes Problem mit Go-Go Loser Ranger ist, es läuft auf Disney Plus. Es ist komplett untergegangen. Habt ihr davon eine Werbung gesehen? Wenn ihr die nicht zufälligerweise, sagen wir mal, euer Algorithmus darauf abgestimmt ist, immer Anime-News rauszuhauen? Weil hier ist noch ein Anime, der komplett untergegangen ist und der auf Disney Plus läuft. Und das ist Sandland von Akira Toriyama. Right. Fucking right. Akira Toriyama. Akira Toriyama, der letzten Monat erst angekündigt wurde, dass er verstorben ist, hat jetzt ein Anime zu einem seiner Werke, die er nach Dragon Ball gemacht hat. Es ist ein Film und eine Serie und eine Fortsetzung zu dem Manga. Und dennoch bewirbt den Disney Plus nicht. Ja. Das ist unverständlich. Ich finde es halt so krass, weil sie holen sich ja quasi so die richtig krassen IPs teilweise unter den Nagel, auch mit Bleach und so weiter. Ja. Und dann ist aber so, ja. Ja, wir haben es, aber ey, wisst ihr was? Hier kommt die nächste Star Wars-Serie. Ey, wisst ihr was? Hier kommt die nächste Marvel-Serie. Mm. Das wird alles beworben. Was ja auch schön und gut ist, aber es ist schade, wenn ihr es nicht macht. Das stimmt. Ja, und es gibt noch eins, auf das ich, die ich auch auf jeden Fall sehen will: Kaiju Number 8, ein Newcomer. Hast du dazu schon was gelesen? Weil ich weiß dazu noch gar nichts. Ich wollte den immer lesen, den Manga. Ich kam leider noch nicht dazu. Ich weiß halt nur, zum Aufzeichnungszeitpunkt ist er noch nicht erschienen. Der wird genau morgen von unserem der Aufnahme dann erscheinen. Ja. Ich habe tatsächlich noch nichts, also ein bisschen was. Also so grobe Richtung, sage ich jetzt mal. Aber ich habe noch kein Gefühl so richtig dafür, was alles passieren wird, wie so der Fokus ist, ob es eher so ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, so Sci-Fi-Action oder Sci-Fi eher so ein bisschen so horrormäßig ist oder so, oder weiß ich noch nicht genau. Ich weiß auch tatsächlich noch nichts dazu, aber wenn ich Kaiju lese, denke ich halt an große Kampfmonster. Und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, dass es erscheint, weil wir hatten jetzt vor wenigen Monaten Godzilla Minus One, einen der besten Godzilla-Filme aller Zeiten, der einen Oscar gewonnen hat für Special Effects. Und wir haben gerade Godzilla X Kong, The New Empire, ein trashiger Godzilla und King Kong Film, der in den Kinos gerade richtig abgeht. Aber also ist er trashig, wirklich? Ich habe den mit Gregor gesehen. Und erwarte nicht viel und du wirst einen Spaß haben. Weil der ist so dämlich, der Film. Wir schweifen gerade wieder ab, ich weiß, aber trotzdem möchte ich es erzählen. Es ist so dämlich, das ist mittlerweile das Fast and the Furious des Monster-Universums. Das ist schon hart. Aber jetzt kommt's. Wenn du dir einen Film guckst, dann bereite dich auf die letzten 20 Minuten oder 25 Minuten des Films vor. Da kriegst du die krasseste Monster-Action seit Jahren, die auch übersichtlich ist. Weil die letzten Godzilla-Filme waren ja immer, oh, die müssen im Dunkeln stattfinden, oh, die müssen im Regen stattfinden, oh, die müssen irgendwo stattfinden, wo wir kaum was sehen. Es ist clean und crisp. Es ist fast einfach so, als würde man Anime mit zwei riesigen Monster schauen. Es ist so dumm, aber so geil.
Okay, also es lohnt sich quasi für die letzten 20, 25 Minuten. Ja, weil in den ersten Stunden ist es ungefähr so, wir erzählen die Geschichte von Kong und Godzilla ist die ganze Zeit Sidequesten, damit er irgendwie seine rosa Power bekommt. Seine rosa Power? Okay, what? Jetzt kommt nochmal die Anime-Referenz, wir müssen ja irgendwie die Kurve kriegen. Der Monster-Designer hat gesagt und zugegeben, ja, ich habe Godzilla diese rot-rosa Aura gegeben, weil ich ein großer Fan von Dragon Ball bin und die soll die von Son Gokus Kaioken erinnern. Ah, oh, what? Und ich dachte so, okay. Bro. Das ist mein Crossover. Das ist cool. Ich akzeptiere das. Und er meinte auch, ja, irgendwann haben ihn gesagt, ey, es gibt auch den Super Saiyajin Rosé. Kann es vielleicht sein, dass der Super Saiyajin Rosé ist, den du meinst? Aber so, nee, kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich auf das Design gekommen bin oder das Monster designt habe. Ich frag mich, wann Godzilla die Genki Dama lernt. Ich frag mich, ob Godzilla noch blond wird. Seine Stacheln auf dem Rücken werden so blond. Und werden noch länger. Noch länger, ja. Und er verliert seine Augenbrauen. Ja. Er wird nur noch Stirn sein. Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Kleiner Ausflug zu Godzilla und Kaijus, aber wir sind ja wieder bei Anime damit angekommen. Genau. Es gibt tatsächlich noch zwei Anime, die auch ein bisschen besonders sind, sage ich mal. In einen habe ich auch schon, oder ich habe in beide schon reingeguckt, aber wir berichten nächstes Mal noch ausführlich von einmal Glass of God, Bartender oder Barkeeper oder so heißt es. Das ist ein Barkeeper-Anime. Und er richtet sich ziemlich deutlich, sage ich jetzt mal, an ein eher erwachsenes Publikum. Nicht, weil es jetzt so super brutal oder sonst was ist, sondern weil es halt sehr vom Pacing her sehr von den Themen eher so Erwachsene anspricht. So Struggles in Life und wie findet man irgendwie so seinen Weg mit oder seinen Umgang auch mit den Schwierigkeiten, die man irgendwie so im Leben erlebt und welche Erinnerungen können einem da vielleicht helfen. Und das ist... ich habe zwei Folgen bisher gesehen und ich glaube, das ist so ein cooler Mood-Anime, sag ich jetzt mal. Also den binscht man nicht weg so, sondern es ist halt so, man guckt das und fühlt sich irgendwie gut und es ist irgendwie okay. So in die Richtung. Ja, und das ist wieder die Power von Anime. Denn wo würden wir solche Sachen denn sonst noch sehen? Indie-Filme. Ich kann mir vorstellen, Indie-Filme würden sowas vielleicht nochmal umsetzen. Aber nicht als Serie. Es gibt keine Indie-Serien, glaube ich. Aber Indie-Filme, kann ich mir vorstellen, so Kurzfilme würden sowas machen, ein, zwei Folgen. Und damit kriegen wir das hier als Anime-Form. Ich finde das sehr interessant, gerade weil das, was du sagst, es ist definitiv nichts für Kinder. Erstens eine Bar. Es ist ja so das Langweiligste für ein Kind überhaupt. Da sind alte Leute, die Sachen trinken, die sie noch nicht trinken dürfen und sprechen über Themen, die sie überhaupt nicht interessieren. Ja. Weil sie noch gar nicht damit in Kontakt gekommen sind. Und ich habe gerade gegoogelt, ich finde das echt interessant. Vielleicht liegt es daran, weil wir beide halt in dem Alter sind, wo man halt über solche Sachen spricht und solche Themen halt einfach gerade auch im Gespräch sind. Deswegen, ich glaube, da schaue ich auch rein, das gefällt mir gerade. Ja, das kann ich empfehlen. Also ich glaube, zwei Folgen sind bisher draußen oder vielleicht ist jetzt auch schon die dritte draußen, weiß ich nicht genau. Mhm. Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt ein Spice and Wolf Remake. Es gab ja den Anime schon vor einigen Jahren. Und jetzt ist quasi nochmal ein Remake da. Das ist halt auch eher ein, ich sag mal, ein Lo-Fi-Anime. Also, ne, das ist, geht ja, also da geht's, für die es nicht kennen, geht es viel um das Thema Handel. Handel und wirtschaftliche Tricks und so. Also, so in die Richtung, aber halt in so einer mittelalterlichen Welt, die, ich sag mal, Low Fantasy ist. Also es gibt jetzt nicht so super krasse Magie oder sonst was, aber es gibt halt, also der Händler, der Hauptprotagonist wird halt von einem magischen Wolf mehr oder weniger begleitet und unterstützt. Okay. Ist einfach eine schöne Geschichte. Sieht tatsächlich sehr wholesome aus und ich habe eben gerade geguckt, aus welcher Zeit. Es kommt 2006, ist die Light Novel erschienen. Der Prototyp wahrscheinlich für alle Anime-Figuren mit Tierohren und Tierschwanz. Ja. Ja. Sie sieht für mich gerade aus wie die Begleitperson von dem Shield Hero. Mhm, stimmt. Oder? Ja, oder? Aphelia oder wie heißt, ne?
Ja. Interessant. Mm-mm. Okay, okay. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall. Aber also ich weiß nicht, der Anime da, von damals, 2006, war auch super, super gut und super guckbar. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie sich für ein Remake entschieden haben. Vielleicht wollen sie einfach irgendwie ein eigenes nochmal aufbauen und dann weitermachen, als der Anime damals gekommen ist. Aber das gibt es auf jeden Fall auch. Auch jetzt schon auf Crunchyroll. Okay, cool. Alright, dann haben wir. Das war die Folge. Das war die Folge. Wir sehen uns im Mai wieder. Nee, ja, jetzt können wir anfangen mit den Anime, die wir geschaut haben. Wir sind 20 Minuten drin. 20 Minuten drin. Alright. Ja, ich hab extrem viel geschaut. Ich habe leider Sachen nur zu Ende geschaut, deswegen würde ich vorschlagen, du fängst an. Okay, okay. Mit was fange ich mal an? Ich fange mal an mit Metallic Rouge. Das ist auch ein Anime, der auf Crunchyroll läuft oder gelaufen ist. Der sollte jetzt glaube ich, abgeschlossen sein. Und von der Story her ist es so ein bisschen, also für die, die Videospiele kennen, so eine Mischung aus Detroit Become Human meets Cyberpunk meets Mini-Mechas. Klingt jetzt ein bisschen, okay. Für diejenigen, die jetzt absolut verwirrt sind, nochmal von vorn und quasi nochmal richtig erklärt. Also es gibt der Anime spielt in einer Welt, wo es Menschen gibt, die ja, wo es so Androiden gibt, die mit den Menschen zusammenleben und die sind halt intelligent und empfindsam und die sind eigentlich nicht von Menschen groß unterscheidbar, außer dass sie halt täglich so eine Dosis brauchen von so einer Substanz, die ihnen quasi Energie gibt. Die brauchen halt nicht Essen oder so. Und die heißen Neans oder Nean. Nian? Nian kennt? Nee, nicht Nian. Nian. Nee, Nean. Und es gibt aber quasi eine klare Hierarchie, das heißt, die Neans, die dienen den Menschen und dürfen ihnen auch keinen Schaden zufügen. Die haben da auch so einen Code eingeprogrammiert, den Asimovschen Code. Das heißt, der verhindert, dass sie den Menschen Schaden zufügen können. Mhm. Es gibt dadurch ergeben sich natürlich irgendwie gewisse ethische und soziale Dilemma, die man auch teilweise sieht. Es gibt aber neben diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also Nean und den Menschen, auch eine Gruppe namens Immortal Nine oder die Unsterblichen Neun, die überwiegend, sag ich mal, von ihren Mitgliedern her versucht, diese Ordnung so ein bisschen umzuwerfen, weil die Neans halt im Prinzip mehr oder weniger sowas wie Sklaven sind. Nicht ganz frei sind zumindest. Ich glaube, sie werden schon irgendwie bezahlt, so ist es nicht. Aber sie sind halt nicht komplett frei. Mhm. Und die wollen das halt verändern. Und diese Immortal Nine sind quasi so Sonderanfertigungen, sage ich jetzt mal. Die haben eben nicht den Asimovschen Code drin. Können deswegen auch Menschen angreifen. Und sie haben so eine Art Battlesuit, in den sie sich verwandeln können. Ja, einsteigen können oder so. Und warum gibt es die dann überhaupt? Warum sollte man diese Neans erschaffen, die dann halt diese Regel nicht befolgen können? Der Erschaffer von denen, der die Neans kreiert hat, hat irgendwann gemerkt, irgendwie ist das alles nicht so richtig, dass die diesen Code drin haben. Ich mag die Neans und ich erkenne sie als vollständige Lebewesen an und mach deswegen, gib denen so ein bisschen Tools an die Hand, dass sie vielleicht eine Revolution starten können. Okay. Der wurde dann irgendwann umgebracht. Von der Neon? Ich glaube, es wurde von Neon umgebracht. Aber ich bin mir, vielleicht ist das auch inszeniert gewesen, weiß ich nicht genau. Hm. Genau. Das ist so die Welt, das Setting. Und dann haben wir quasi mittendrin ist unser Hauptcharakter Rule Redstar. Die selbst eine tatsächlich der unsterblichen Neun ist, aber die im Auftrag ihres Bruders zusammen mit so einer Ermittlerin und vielleicht auch irgendwie Freundin Naomi nach eben den anderen Neuen sucht, um diese auszuschalten und zu vernichten. Die ist quasi auf Seiten der Menschen, sie ist auf Seiten der Menschen und versucht diese Bedrohung mehr oder weniger abzuwenden. Mhm. Und kommt dabei so ein bisschen an verschiedene Orte, reist mit der halt umher, aber muss sich irgendwann auch so die Frage stellen, ist das denn wirklich gut so, was ich hier mache? Ist das die richtige Mission oder und will ich das tun? Oder
ja, für was will ich eigentlich kämpfen? Das ist so die Story und quasi geht es so ein bisschen darum, zu gucken, okay, wie entwickelt sich dieser Konflikt zwischen Menschen und Neans dann. Von meinem Eindruck her, ich muss sagen, ich fand das Setting, vom Setting her unglaublich spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass, also vom, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Du kennst ja auch Detroit Become Human, kennst du ja auch, ne, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Genau, und da mochte ich auch schon total dieses ganze, ne, Androiden Setting und die ethischen Implikationen, die sich dadurch ergeben. Ja, so Blade Runner. Ja, genau. So, stimmt, Blade Runner. Ich habe Blade Runner nicht gesehen, deswegen. Oh, nachholen. Ja, muss ich wohl nachholen. Ja. Finde ich grundsätzlich super spannend, auch dieses dystopische und vielleicht auch, das hat ja auch so eine, vielleicht eine gewisse Zukunftsrelevanz, wenn wir sehen, wie schnell AI und so fortschreitet, könnte. Oh. Könnte irgendwann bald Thema sein. Ja. Hoffen wir, dass Boston Dynamics halt nicht zu schnell wird für ihre Technik. Und ich finde auch das Worldbuilding sehr gut. Es war teilweise sogar, hatte man das Gefühl, man guckt so ein bisschen so einen Film, weil wirklich sehr viel investiert wurde auch in den Soundtrack und quasi so atmosphärisch von der Szenengestaltung. Und es wurde auch mehr gezeigt als erklärt. So, ne? Das heißt, du hast dir vieles irgendwie so indirekt erschlossen, was halt auch eigentlich ganz, ganz cool ist, weil viele Anime machen das ja so stumpf, so, ach so, ich bin also dieser Charakter und kann das und das und das und das. War da definitiv nicht so. Mhm. Und das kann auch gut funktionieren, wenn die Story dafür relativ stringent geht und man genug Zeit hat, quasi die ganzen Informationen so zusammenzufügen. Weiß nicht, ob das dem Anime gelungen ist. Oh. Es ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie ein bisschen messy an teilweise. Also es ist so, es fühlt sich nicht so an, als wollte, also der Anime will zu viel an unterschiedlichen Stellen und unterschiedliche Sachen bedienen und hat dann irgendwie seine Kernelemente, nutzt er nicht so richtig. Also es ist so, man stellt sich so ein, weißt du, so ein Meeting vor, so der Anime ist eigentlich so gut wie fertig. Mhm. Und dann sagt der Chef aber, ja, aber also wir haben hier jetzt ein gutes Hang, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Comedy, weil das verkauft sich einfach gut. Mhm. Meckers, auf jeden Fall müssen wir rein. Meckers sind super im Kommen. Immer. Wie wäre es mit einem quirky Antagonisten, der so ein bisschen an Joker erinnert? Ja, das auf jeden Fall. Ach so, und oh, alte Alien-Zivilisationen mit irgendwelchen Robotern, das ist auch wichtig, weil das war in Zelda auch immer da. Aber das, was du mir gerade alles erzählt hast, ja, alles. Klang erstmal gut. Und dann kam jetzt diese alte Alien-Zivilisation, wo ich einfach dachte, hat es das gebraucht? Genau. Hat es, das, diese Frage habe ich mir gestellt. Hat es das wirklich gebraucht? Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Es ist halt. Es ist zu viel. Ja, okay. Und dadurch stechen halt einfach so ein paar Sachen irgendwie so heraus. Also es ist halt. Auch das Charakterdesign von den Hauptprotagonisten. Also alles ist eher so ein bisschen abgetönt, so ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer. Und die beiden sind halt so, aber alles ist witzig, alles ist toll. So ein bisschen eher so sehr naiv, sehr laut, klamaukig, so ein bisschen. Was irgendwie nicht so ganz zu dem ganzen Setting passt und zu dem, was die da gerade machen. Und also, es wird gerade wie eine Buddy-Cop-Komödie, wenn ich mir die Bilder gerade anschaue. Metallic Rouge, wenn du dir das angibst. Ist es Rouge oder Rogue? Rouge. Okay. Wenn ich das eingebe, denke ich so, okay, es ist eine Buddy-Cop-Komödie in einer futuristischen Welt. Sie hat einen Mech-Anzug. Ich mag das Design beider Charaktere. Mhm. Aber sieht geile Klamotten an, also nicht Rouge. Ja, da waren absolut. Vier Outfits dabei, wo ich dachte, schlecht. Ist schon cool. Also dieser. Ja, ich muss jetzt nicht darauf eingehen. Aber es klingt gerade ein bisschen überladen. Ja. Das ist es. Es ist einfach leider ein bisschen überladen. Der Anime wäre eine ganze Ecke besser, wenn er sich auf seine Stärken so ein bisschen fokussiert hätte. Ich muss auch sagen, dass mit den, okay, Mechas gebe ich euch noch, ich hätte es nicht gebraucht, diese ganzen Kämpferei und so richtig, weil man eh nicht so richtig versteht, was sind jetzt da die Power-Level, was haben die denn für Fähigkeiten und so. Mhm. Aber es ist halt, die Story geht halt auch irgendwie in Schlangenlinien so ein bisschen so. Und dann sind sie hier auf dem Planeten, dann lernst du plötzlich noch, gibt es noch eine dritte Partei und eine vierte Partei und du weißt gar nicht so richtig, wer gehört jetzt zu wem und wer macht was, wieso. Ja, es ist halt, wie gesagt, in einer Welt, wo du
dir eh schon alles erschließen musst, kannst du das gefühlt nicht so machen, dass du einfach Leute, also die Zuschauer noch mehr verführst. Also, naja, für mich war es jedenfalls zu viel. Also es ist kein schlechter Anime, sagen wir es so. Kein schlechter Anime, das lässt sich auch ganz gut gucken, aber es ist irgendwie, irgendwo hat er mich ein bisschen verloren leider, weil ja, es war einfach zu viel. Schade, weil ich weiß nicht, irgendwie die Prämisse klang zumal gar nicht so schlecht. Ich mag das, wie gesagt, das Art-Design. Ja, schade. Wie ist das Intro? Ist ein bisschen so, ich hatte so ein bisschen mehr was Vorwärtsgehendes erwartet, es ist so City-Pop-mäßig. Okay. Ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Nicht schlecht. Ja, aber man kann ja mal reinschauen. Genau, vielleicht, ich fände es halt interessant, wie wenn du es guckst, wenn du sagst, oh, eigentlich ist es was dich interessiert. Mhm. Ich fände es echt spannend, wie du den Anime wahrnimmst. Ob du vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung dazu und vielleicht übertreibe ich auch vollkommen, kann auch sein. Okay. Ja, Metallic Rouge auf Crunchyroll. Yep. Guck mal kurz, wie viele Folgen hat es denn? Auch nicht so viele, es sind 13 Folgen. Mhm. Ist abgeschlossen oder voraussetzt? Ich habe nur bis zur Folge 7 geguckt und hat's mich verloren. Okay. Ja gut, wenn ein der Anime nicht interessiert, dann kann man es ja auch irgendwann ja dann. Ja, es ist ja vollkommen in Ordnung. Ich wollte es wirklich unbedingt mögen, weil ich es so cool fand. Es sah so cool aus und die hatten so einen richtigen Vorschuss schon bei mir, aber. Schade. Schade. Ja. Wie sieht's bei dir aus mit? Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das will. Also ich habe noch zwei weitere Anime gesehen. Ich habe während meines Urlaubs dann halt bei den Zugfahrten, beim Fliegen, habe ich dann viel Anime geschaut und als ich zurückkam, habe ich dann die Tagebücher der Apothekerin zu Ende geschaut. Wir können ja über die Tagebücher der Apothekerin jetzt weitersprechen. Also ich habe ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es einer meiner Lieblingsanime im Moment ist. Und mir fielen ja einige Wörter nicht ein, worum es ging. Es ging darum, dass Mao Mao, die Hauptprotagonistin, auch die Apothekerin, ja in Kaiserhof entführt wurde und dort jetzt lebt und sich um die Konkubinen des Kaisers kümmert. Das war's. Das war das Wort, was ich gesucht hatte. Ja. Und ab der zweiten Hälfte der Season, da kümmert sie sich ja nicht mehr um die Konkubinen des Kaisers, sondern ist ja mehr mit dem mysteriösen Eunuchen Jinshi da unterwegs. Und da war es auch eine Zeit lang so, dass die Wochen ja immer Woche für Woche kommen, dass ich dann zwischendurch auch wieder vergessen hatte, was ist nochmal passiert? Weil die Folgen zuvor hatte ich dann wirklich so fast gebingewatcht, immer so 3-4 Folgen hintereinander, weil ich nicht gleich zu Anfang damit angefangen habe. Und dann kam ich zu dem Zeitpunkt wo ich da einfach dachte, oh Gott, ich habe wieder vergessen, worum es ging. Aber man kam da schnell wieder rein. Ich finde, dass der Anime wunderschön ist, aber nicht zu jeder Zeit. Der hat sehr viele Standbilder, auch einfach nur schön gezeichnete Bilder. Aber diese Schlüsselmomente, es gibt so Schlüsselmomente in diesem Anime, die sind einfach wunderschön gezeichnet, wenn sie dann halt so Flashbacks hat oder wo sie dann anfängt zu tanzen, das klingt komisch, Das sind dann halt so Momente, wo ich einfach denke, wow, jetzt hol dir aber raus hier mit dem Anime, aber zwischendurch ist dann halt so, okay, wir müssen runterfahren, wir müssen irgendwie so okay wie möglich halten, es ist alles andere als ein hässlicher Anime, aber man merkt halt so einfach, weil die Geschichte vergleichsweise ja auch eher ruhig erzählt wird, es gibt ja nicht so viele Action-Momente, versuchen sie dann den Fokus auf solche Schlüsselmomente zu legen und versuchen, die dann außergewöhnlich schön zu machen. Und das ist toll. Und vor allem auch jetzt so gegen Ende der Staffel ist ja halt auch so diese Spannung zwischen den beiden Charakteren, die ist ja wirklich so zum Greifen nah. Und ich weiß noch, meine Freundin denkt sich da die ganze Zeit so, ja, ja, ja. Und ich denke so, ich spüre eine zweite Staffel. Und ich hatte recht. Ja. Es kommt eine zweite Staffel, die nächstes Jahr schon fortgeführt wird. Schon. Nächstes Jahr erst. Und da hatte ich mit den Leuten von Manga-Kult gesprochen und die auch haben auf der Leipziger Buchmesse erzählt, die erste Staffel behandelt die ersten 8 Bände von Die Tagebücher der Apothekerin und im Moment sind 13 Bände erschienen, in Deutschland 12. Oh, okay. Das heißt, das ist jetzt meine Befürchtung, dass die nächste Staffel nächstes Jahr entweder nur 12 Folgen haben wird oder die haben 12 Folgen und die werden nochmal 12 Filler-Folgen reinhauen.
Nein. Oder, jetzt kommt meine nächste Theorie, die werden ihre eigene Geschichte weitererzählen. Nein. Was es ja auch gibt, weil ja, wenn du jetzt einfach darüber nachdenkst und do the math, rechne es dir aus. Ja, du hast jetzt 25 Folgen des Anime, der hast 8 Bände abgedeckt. Und es fehlen noch 4 Bände, beziehungsweise kommen bald 5 Bände. Und du kannst davon ausgehen, dass in den nächsten Jahr insgesamt vielleicht noch 2 oder 3 Bände kommen. Also ich weiß nicht, ob die da jetzt auf die 16 kommen, auf die 16 Bände, um zu sagen, ja gut, die zweite Staffel wird auch 24, 25 Folgen haben, weil die brauchen ja erst die Vorlage des Manga, bevor sie dann den Anime machen. Oder die beruhen sich mehr auf die Light Novel und erzählen die Geschichte der Light Novel und versuchen die dann so ungefähr so eng wie möglich mit dem Manga zu erzählen. Das weiß ich nicht, das ist jetzt alles nur Spekulation. Wir wissen mehr, sobald die Serie zweite Staffel erscheint. Ich möchte die auf jeden Fall, mir ist wichtig, dass die Qualität gleich bleibend ist, auch wenn ich länger warten muss. Und wenn es halt nur 12 Folgen sind, dann sind es halt nur 12 Folgen. Aber du hast schon recht, es lässt sich ja absehen. Die werden wahrscheinlich jetzt schon anfangen zu animieren und die Vorlage ist noch nicht da. Ja, also ich hoffe halt einfach, nächstes Jahr kommen die dann, die 12 Folgen, so dann im Frühjahr, sagen wir mal so zu dieser Season. März, April und Ende des Jahres, Ende 2025, kommt dann der zweite Arc, also die zweite Kur war das, glaube ich, zweite Kur, von der zweiten Staffel mit den restlichen 12 Folgen, weil ich glaube, ansonsten wird es zeittechnisch und logistisch gar nicht irgendwie hinkommen. Ja. Aber ja, das dazu zu Tagebuch der Apotheker. Und wie war es denn für dich? Du hast ja auch jetzt damit angefangen und bist zu Ende geguckt. Ja, ich fand es super, super spannend und ich fand es auch irgendwie, also die Charaktere sind einem wirklich irgendwie so ans Herz gewachsen. Das habe ich, also in dieser Intensität habe ich das tatsächlich nicht so häufig, dass ich wirklich irgendwie so mit Fieber und das ich wirklich auch so teilweise auf dem Sofa sitze und denke so, boah, und so emotionale Ausbrüche habe, wenn irgendwie was Fieses oder was Krasses passiert und so. Und ich denke, und ich war auf jeden Fall voll drin so. Und ich finde es halt super, super spannend, vor allem, weil man halt auch merkt, so, okay, da sind ganz viele Stränge und Fäden, die sich nach und nach irgendwie zusammenweben und zusammen ergeben. Und irgendwann ergibt sich quasi, oder nach und nach enthüllt sich halt so ein gesamtes Bild. Und es verläuft nicht irgendwie ins Leere, sondern es ist irgendwie zusammenhängend. Von daher finde ich das super, super spannend. Und ich habe auch schon so eine Vermutung, was es vielleicht irgendwie in der zweiten Staffel geht, weil wir haben ja, da gab es ja jetzt quasi so eine neue Konkubine und wir haben von der noch nicht wirklich viel gesehen in der ersten Staffel. Das stimmt. Aber es wurde angedeutet, Irgendwas ist da im Busch. Und ich habe das Gefühl, es wird irgendwas damit zu tun haben. Ah, vielleicht ist der Manga ja schon nach 13 oder 14 Bänden abgeschlossen. Das kann natürlich auch sein. Stimmt. Dann hätten sie das Problem nicht, dass sie jetzt irgendwie was Eigenes aus den Fingern saugen müssen. Ja. Hoffen wir es einfach. Ja. Ich könnte jetzt gar nicht so richtig sagen, was das Ende der Geschichte ist. Also, ja, vielleicht so ein bisschen. So ein bisschen. Aber so ein bisschen, aber schwierig. Es ist wieder so eine Serie, wo ich einfach denke, schließ die Serie ab. Schließ die Serie irgendwie in 2 Staffeln ab. Zieht es nicht zu sehr in die Länge. Man kann sehr viele Spin-offs zu den Charakteren auch machen, weil ich finde auch die ganzen Konkubinen, die da leben, finde ich auch schon spannend, wo man auch eventuell die eigene Geschichte dazu erzählen kann, weil jede versucht dann irgendwie so mit ihren Assets zu spielen. Um den Kaiser dann zu beeindrucken. Das fand ich auch so schön, wie Mau Mau manchmal auch immer so auf die Brüste der Konkubinen guckt und so, das ist wohl der Grund dafür, manchmal, so, warum sie dem Kaiser so gefallen. Und das ist mir auch aufgefallen. Es ist ja auch mal so, alle Konkubinen, wie auch die Frauen in dem Freudenhaus, ne, so übertrieben große Brüste. Ja. Also, ja. Ja. Bis auf Mau Mau. Aber ich finde, das stimmt. Ich finde es generell interessant, einfach viel auch so über diese, also ich weiß natürlich nicht, wie historisch akkurat es ist, aber ich glaube, würde schon vermuten, dass da vieles irgendwie ganz stimmig ist. Einfach über diese
halt Zeit und diese Ära quasi zu sehen über quasi diesen chinesischen Adel zu der Zeit, weil das ist ja wirklich was, das behandeln wir in der Schule gar nicht, das kriegt man so einfach gar nicht mit. Mhm. Und aber auch so ein bisschen zu sehen, okay, was hatten die denn da irgendwie alles schon, wie zum Beispiel so Nagellack oder so. Und Stimmt, das war ja auch so ein Ding, ne? Wo ja. das dann eingeführt wurde und alle Frauen plötzlich, oh, wir haben unsere Nägel angemalt. Ja, ja. Und dazu sehen, okay, was war eigentlich so, wie war das Leben damals vielleicht so ein bisschen? Also es ist natürlich, wie gesagt, nicht historisch akkurat, aber man kriegt so einen leichten Eindruck. Ja, also ich finde es auch sehr spannend erzählt, weil wir kriegen wirklich nichts davon mit. Wir kriegen in Deutschland auch keine C-Dramen, weil ich glaube, so diese chinesischen Dramen, die werden dann ja überwiegend in China geguckt und da wird das dann auch behandelt. Da kennen sich die Leute wahrscheinlich dann auch besser aus, weil sie dann diese Sachen gucken oder es auch in Geschichte behandeln. Aber das sind so viele Aspekte, wo ich einfach noch nie davon wusste oder daran gedacht habe, weil wenn du dir so anguckst, wie dieser Kaiserpalast aufgebaut ist, das ist eine ganze Stadt. Mhm. Das Ding ist so groß. Also dort, wo die Konkubinen wohnen, ist ja nur ein Stadtteil sozusagen. Und was ich vergessen habe, immer wieder zu machen, aber was ich, glaube ich, hiernach machen werde, ich muss herausfinden, warum es überhaupt Eunuchen gibt. Also ja. Ich kann es verstehen, warum es Eunuchen gibt, die dann halt dort arbeiten, wo die ganzen Konkubinen sind. Das kann ich nachvollziehen. Aber der generelle Brauch für Eunuchen, gerade auch jetzt hier von den ganzen Gelehrten und so weiter, wozu Eunuchen? Ist es vielleicht dazu, gibt es Eunuchen, weil, okay, diese Menschen, die arbeiten dann nicht darauf hin, ich muss irgendwie mein Blut erhalten, indem ich mich reproduziere und dementsprechend dann eigensinnig handle, sondern, diese Leute haben nichts zum Reproduzieren, die müssen für das jetzt und hier arbeiten und dementsprechend sind sie dem Kaiser treuer und sind dann dementsprechend die besseren Berater. Ich weiß es nicht. Bei Game of Thrones gab es auch den Eunuchen und ich wusste halt auch nicht, was für einen Rang hat dieser Eunuch als Berater und das habe ich zum Nachdenken gebracht. Ja, das stimmt. Ich glaube, deine Vermutung ist da was dran, so, ne? Dass das natürlich irgendwie dann, dass sie quasi sich komplett ihrer Sache verschreiben und diese ich trage meine eigene Linie fort, weniger Priorität hat, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Zumindest wird es dann wahrscheinlich, haben die ihr Zölibat dann ein bisschen ernster genommen als in der westlichen Kirche. Aber ja. Ja. Anyway. Ja. Da stelle ich mir auch die Frage, ich finde, die Tagebücher der Apothekerin funktionieren ziemlich gut als Live-Action. Ja. Aber jetzt kommt es. Die kommen in Teufelsküche, wenn Japaner sich jetzt anziehen wie Chinesen und ein chinesisches Drama drehen, was komplett auf Japanisch ist. Ja, right, da gab es ja schon bei Solo Leveling auch schon so ein Problem. Oh Gott. Hab ich noch nicht gehört. Willst du kurz darauf eingehen? Ja, es gibt tatsächlich zwei Versionen von Solo Leveling. Es gibt die mit den koreanischen Namen. Mhm. Und dann gibt es noch die mit den japanischen Namen. Und die mit den japanischen Namen wurde, ich weiß gar nicht, ob die nur in Japan ausgestrahlt wurde, aber da war Korea nicht gerade Fan von. Weil es quasi ja so ein bisschen ihre Kultur und das Ganze erased. Und Japan und Korea haben ja eh schon auch eine schwierige Vergangenheit, wenn man das so mal mild ausdrücken mag. Ich glaube, es ist nicht so, dass sie ausgestrahlt wurde, die Folge, sondern es wurde zu Anfang erstmal vermutet. Es gab dann Gerüchte zu, die dann irgendwie nach außen gekommen sind. Und es gab dann auch einige Trailer, die haben dann auch schon irgendwie so gewirkt, als wäre es nicht so ganz synchron, weil der Hauptcharakter dann plötzlich, glaube ich, sich die Lippen mehr bewegt hat, als er sollte und so. Weshalb es dann so klang, als hätte er einen anderen Namen. Ja. Und ich glaube, die haben es nie ausgestrahlt, aber es gab halt diese Vermutung. Und jetzt denken sich alle so, ja, das ist doch kein Problem. Aber über Whitewashing oder hier dieses Verwestlichen dann heraus, sich aufregen. Ich kann sehr gut verstehen, weshalb sich dann Koreaner darüber aufregen, dass Japaner das dann so assimilieren und dann sozusagen für sich dann zu behalten. Weil wir haben im Moment leider nicht so viele Anime, die dann halt Korea bzw. Seoul, die Hauptstadt, als Setting haben. Wir haben so viele Anime, die dann halt in Tokio und Umgebung stattfinden. Und jetzt hat Korea endlich mal ein Anime, wo sie sagen, ey, komm, das ist ein koreanischer Anime, der von Japanern produziert wird, klar, aber halt in Korea spielt.
Und ja. ich glaube, das nächste Problem, was da dann noch kommt, ist dann halt das Feindbild, was dann auch wieder da ist in Solo-Leveling, dass die Japaner da das Feindbild sind, als Konzern. Und es gab ja noch eine andere, hast du noch das andere mitbekommen, was da behandelt wurde, beziehungsweise auch die Kontroverse war in Korea? Nee. Das Handzeichen hier? Ah, right, ja. Da war irgendwas dabei. Das war mit dem VB-Movement, glaube ich, oder so, ne? Irgendwie so. Ich erkläre es mal kurz für die Podcast-Zuhörer. Ich halte gerade Daumen und Zeigefinger im Pinzettengriff. Und das ist so, das ist das Handzeichen der Frauenbewegung in Korea. Und jetzt klingt das ein bisschen gemein, aber es ist, glaube ich, auch so. Das ist eine sehr feministische Frauenbewegung, eine starke Frauenbewegung, und das stört sehr viele koreanische Männer. Das nagt an ihrem Ego, und die haben dadurch sogar das Studio, glaube ich, das Studio, was das Intro produziert hat, hatte diese Handbewegung oder diese Handzeichen irgendwo mit verbaut. Und die mussten sich dann aus den Credits streichen, weil die Koreaner sie gecancelt haben. Ja, das ist krass. Ja, da passiert gerade viel. Also ich glaube, Solo-Leveling, so cool das ist, hat aber auch gerade sehr viele Probleme. Der Artist für Solo-Leveling ist ja wenige Wochen, Monate bevor der Anime erschienen ist, verstorben, leider. Oh, okay. Und ich glaube, irgendein Synchronsprecher ist auch noch während der Produktion gestorben. Oh nee, nicht gestorben. Nee, ist erkrankt und musste Blut spucken. Ich glaube, das war sogar der Hauptcharakter. Yo, what? Ich muss mal kurz gucken. Ey, da wird hart geschrien in Solo-Leveling. Alter, das ist ja Urban City Myths. Ja. Kram, Gedöns. Oder so, weißt du, wo so gruselige Geschichten erzählt. Ja. Ja, okay, der Illustrator, der ist gestorben. Okay, der ist am 23. Juli gestorben, letztes Jahr. Aber halt auch natürlich sehr, sehr schade, dass der Typ, der das alles gezeichnet hat, leider nicht seine Umsetzung sehen kann, seine Adaption in Bewegung. Finde ich auch sehr, sehr schade. Aber da gab es irgendwas noch mit den Voice Actor. Du kannst ja mal kurz gucken, weitermachen. Ja. Und ich suche da so was. Ja, also wir haben es zu Ende geguckt tatsächlich. Und es gab ja auch nochmal diese ganze Kontroverse rund um dieses Arise, mehr oder weniger. Weil er, das war ja irgendwie so, dass er auch in dem Koreanischen, glaube ich, sagt, ich weiß nicht, ob er auch Arise sagt oder so, aber das ist halt irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo er quasi lernt, okay, er ist jetzt hier, kann Sachen machen, ohne zu viel zu spoilern. Und da waren auch einige mehr, dass sie das nicht quasi so genau das Arise genommen haben, das nur in der englischen Synchro, sondern das im Japanischen irgendwie auch nicht, also dass sie es auf Japanisch übersetzt haben, mehr oder weniger. Und es ging sogar so weit, dass auch der englische Voice Actor Hassnachrichten gekriegt hat, so von wegen, wenn du nicht Arise sagst, dann kommen wir und finden dich. Das ist immer so, oh mein Gott, was ist denn los mit euch? Ja. Das ist der Punkt, wo man sich dann wieder darüber schämt, ja, so Teil der Community zu sein. Ich habe es nochmal geguckt, ist niemand verstorben bei den Synchronsprecharbeiten, aber die Folgen wurden delayed, weil der Synchronsprecher der japanischen Version angefangen hat, Blut zu spucken. Fuck. Okay. Ey. So viel schreibt er doch gar nicht, oder? Oh, es gibt doch diese eine Kampfszene, wo er doch die ganze Zeit nur am Herumschreien ist. Ja, gut, stimmt. Ich weiß nicht, welche es ist, aber ich habe mir die angeguckt und dachte so, boah, Luft holen, Junge, irgendeine Ader ist gerade geplatzt. Da kann das Blut her dann. Ja, vermutlich. Ist doch aber, so. Ja, aber Solo-Leveling, ja. Solo-Leveling, ja. Da ist jetzt auch, by the way, da ist noch als kurzes Ding, da ist jetzt auch ein Spiel zu erschienen. Ist es? Ja, aber leider ist es ein Gacha-Game. Ich hatte, weißt du, stell dir mal vor, imagine so Solo-Leveling als so ein Souls-like. Das wäre halt der Burner. Holy shit.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Aber Gacha Game passt natürlich Zielgruppe Japan, Korea natürlich sehr, sehr gut. Also ist halt bei uns im Westen halt immer noch so ein Problem. Ja. Könnte sich durchsetzen, wenn da Waifus wären, weil wir kennen ja Genshin Impact, das war auch ein Gacha Game. Pack die passenden Waifu und Husbandos rein und es verkauft sich auch gut. Ja. Es kommt jetzt, ich habe heute war die Ankündigung für Genshin Impact für die nächste Waifu, die ich mir holen werde. Also. Ich dachte ein Anime von UFO Table. Ja, auf den warten wir auch schon eine ganze Weile und da haben wir noch nichts weiter gehört, tatsächlich. Nee, die müssen erstmal Demon Slayer zu Ende machen. Ja. Alright, aber wir waren eben so ein bisschen beim Thema Schreien und das ist eine gute Überleitung zu einem anderen Anime, den ich gesehen habe. Ishura. Der läuft, das ist auch einer dieser, der leider irgendwie untergegangen ist, weil er auf Disney Plus läuft. und der ist auch ein bisschen besonders vom Setting her und von der, ich sag mal, vom Aufbau, sage ich einfach mal, weil ich erkläre das gleich so ein bisschen näher, aber es ist auch so eine Art magische Fantasy-Welt, in der es, surprise, surprise, auch alle so hochtechnische Überreste einer anderen Zivilisation gibt. Aber keine Alien-Zivilisation. Nee, weiß man nicht so richtig. So alte Ruinen halt, die aber hochtechnisch sind. So ein bisschen wie in Zelda oder Genshin Impact oder. Ja, okay, alte Zivilisation, aber keine Aliens, okay. Oder Shangri-La Frontier, oder? Okay. Anyway. Aber es ist kein Isekai. Jein. Oh nein! Jein. Das ist ein bisschen tricky. Wir haben nicht die Perspektive von der Person, die Isekai'd werden, sondern wir haben die Perspektive der Welt, in die geisekai'd wird. So, das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber ergibt später Sinn. Okay, erzähl weiter. Weil, also es gibt halt, wie gesagt, diese Überreste der anderen Zivilisation und die erwachen manchmal ab und zu zum Leben und richten halt voll das Massaker an. Und das kriegen wir direkt in der ersten Folge auch auf ziemlich brutale Art und Weise gezeigt, so. Was passiert, wenn diese Roboter da rumwüten und da gibt's einen Schrei von einer Frau, die Stück für Stück auseinandergerissen wird. Das ist holla die Waldfee. Das geht unter die Haut, sag ich dir. Was? Das war komplett unnötig brutal. Ist es Dark Fantasy? Schon, ja, könnte man, ja doch, wahrscheinlich könnte man sagen, es ist Dark Fantasy. Es sieht für mich nicht nach Dark Fantasy aus. Es ist kein Berserk. Nee, es ist kein Berserk. Es hat auf jeden Fall eigentlich gar kein, auch kommt auch quasi ohne sexuelle Übergriffe aus. Yay. Endlich mal Dark Fantasy ohne sexuelle Übergriffe. Aber es ist trotzdem ziemlich brutal. Es sieht also vom Cover her und so sieht es einfach aus wie ein klassischer Shonen, aber ist es nicht. Die Sache ist so ein bisschen so, diese Welt bekommt halt immer wieder Kämpfer aus verschiedenen anderen Dimensionen oder Welten quasi hereingeworfen. So, und das ist ein bisschen ein Problem für die Welt, weil das komplett die Balance dieser Welt auseinanderwirft. So, die sind irgendwie so ein bisschen auf die angewiesen, um halt diese alte Zivilisation zu bekämpfen, aber auf der anderen Seite mischen die sich halt auch in die Gesellschaft, in die Politik ein und sorgen da auch so ein bisschen für Unruhe. Also diese Isekai-Menschen sind nicht unbedingt die Guten. Also gut und schlecht ist auch schwierig in dem Anime zu definieren, muss man einfach sagen. Okay. Das Witzige ist so ein bisschen auch es klingt eigentlich so ein bisschen fast schon wie Frieren, so evil Frieren. Weil auch da gab es einen Dämonenkönig, der quasi so der gemeinsame Feind der ganzen lebenden Wesen und der Welt war. Aber der wurde zumindest, also wurde angeblich besiegt. Und der Held, der ihn besiegt haben soll, ist aber auch verschwunden. Und man weiß eigentlich nicht so genau, was passiert ist, aber die Angriffe von dem Dämonenkönig haben aufgehört. Und jetzt ist so die Überlegung, ja gut, aber was ist, wenn wieder irgendeine Scheiße passiert? Vielleicht sollten wir uns mal einen neuen Held suchen.
Und dafür wurde eigentlich ein Turnier angesetzt. Also, ne, so klassisch Battle Royale. Ich liebe Turnier-Arcs. So Fate. Dachte ich, okay, das ist, was wir bekommen. Krasse Kämpfer, Turnier, Battle Royale, let's go. Yeah! Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Warum ziehst du mich so? Es tut mir leid. Es kommt wahrscheinlich in der zweiten Staffel, aber in der ersten Staffel ist erstmal so, ja, es gibt halt so eine Generälin, die hat sich jetzt einfach selbst zum Dämonenkönig selbst ernannt, hat gesagt, so, ich bin jetzt der neue Dämonenkönig. Und ich habe jetzt hier so einen Stadtstaat, der ist jetzt unabhängig von dem anderen großen Menschenreich und wir setzen das jetzt durch, sonst gibt's Krieg. Und ja, die erste Staffel umfasst quasi einfach nur diesen Konflikt und den Krieg, der dadurch ausbricht und zu Ende geht. Okay. So, soweit so gut. Das ist die Welt. Okay. Ich habe jetzt bisher noch irgendwie keine Protagonisten erwähnt und das hat auch irgendwie so seinen Grund. Es gibt vielleicht eine Protagonistin, die halt in der ersten Folge auch vorkommt und die wir quasi dadurch als erstes kennenlernen. Es gibt keine Protagonisten, weil ich habe es jetzt gerade gegoogelt und das erste, was ich ausgespuckt bekomme, ist der Typ mit den Adidas-Streifen. Ja. Ist nicht der Protagonist, ist nicht der Hauptprotagonist? Nicht so richtig. Also ja, er hat auch schon eine tragende Rolle so. Aber wenn man so guckt, was so Screentime angeht und so, weiß ich nicht. Ist ungefähr gleich aufgeteilt mit den anderen. Aber das ist interessant, das finde ich cool. Genau, und da braucht es aber auch erstmal so ein bisschen Geduld, weil die ersten 5 bis 6 Folgen führen einfach nur verschiedene Charaktere ein. Verschiedene Helden quasi oder quasi Anwärter, die oder potenzielle Charaktere, die in diesem Turnier dann teilnehmen. Und wo sich dann im Nachhinein auch Zusammenhänge ergeben, aber man muss halt erstmal so ein bisschen Zeit investieren, weil jede Folge ist erstmal quasi ein anderer Charakter. Okay. Huh. Und die sind aber, und viele hat das, glaube ich, abgeschreckt oder viele schreckt das irgendwie so ab, aber ich fand's irgendwie cool, weil jeder Charakter irgendwie interessant ist. Und dieser ganze Aufbau, diese ganze Welt, die hat mich irgendwie voll abgeholt. Und ich habe das tatsächlich, also die letzten Folgen habe ich einfach weggebinged, weil es so spannend war, weil du dann irgendwann gucken wolltest, okay, welche Charaktere überleben jetzt? Mhm. Wie werden die Fähigkeiten, die sie haben, da irgendwie eingesetzt? Was passiert da? Wie geht das Ganze aus? Ist ultra, ultra spannend. Du hast eine interessante Welt, du hast interessante Charaktere mit Fähigkeiten, du hast vor allem auch Personen, die irgendwie so ein bisschen böse sind, mehr oder weniger, haben irgendwie eine gewisse Art von Motivation, wirken trotzdem irgendwie menschlich. Es macht einfach Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr gelungener Anime. Man muss sich halt nur damit abfinden, dass die erste Staffel kein Turnier Battle Royale Arc ist. Aber teast es zumindest an. Ja. Okay, wie viele Folgen sind es? Ich glaube 12 oder 13. 13 sind es, glaube ich. Ah, okay, lass ich gut wegschauen. Ja. Und man muss dazu sagen, der scheut auch nicht davor, einfach Leute sterben zu lassen. So, hier, wir haben jetzt hier einen Charakter, 3 Folgen später, tot. aber das finde ich dann auch wiederum interessant und cool, weil ich möchte eine Serie schauen, wo ich dann immer Angst um meine Lieblingscharaktere habe, als eine Serie zu schauen, wo ich einfach weiß, ja gut, diese Serie heißt Naruto und Naruto wird nicht so viel so schnell sterben und deswegen, sowas finde ich halt spannend, wo du dann halt einfach nicht weißt, ey, kann die Person sterben, ist sie der Hauptcharakter, ist sie nicht der Hauptcharakter, das ist der Reiz an The Boys, das ist der Reiz an Game of Thrones, du weißt halt einfach nicht, wie es um deinen Lieblingscharakter geht und Das ist cool. Also ich glaube, wo mir nochmal zum Thema Hauptcharakter einfällt, der Boy mit den Adidas Streifen. Ich glaube, der hat so 2 Kämpfe. Okay. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, wenn man bedenkt, das sind 12, 13 Folgen. Ja. Also du siehst den, glaube ich, dann auch nur in
drei oder vier Folgen. Okay, weil erstens, er ist halt überall zu sehen, wenn du die Serie angibst. Zweitens, er ist sogar auf dem Thumbnail. Ja. Halt gegen den Skeletor, gegen den er kämpft. Ja, und das finde ich halt so krass, weil irgendwie, es wirkt echt so, ja, okay, das ist so der Hauptprotagonist. Und das hätte mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen turned up, weil er ist tatsächlich nicht wirklich der interessanteste Charakter von den allen. Ich finde ihn leider auch optisch mega langweilig. Ja, er ist wirklich ziemlich basic. Auch vom Charakter her so. Aber gut, dass sie sich entschieden haben, eben nicht die maximale Screentime zu gehen. Ja, aber dadurch hast du mich sehr neugierig gemacht, wie die Serie ist. Also da werde ich reinschauen, sobald ich wieder... Ich muss mir einen Probemonat Disney Plus machen, glaube ich. Ja. Weil ich... Da sind jetzt einfach drei Anime-Serien, die ich gucken möchte. Und ich habe einfach kein Disney Plus mehr, weil alles, was sonst kommt gerade, mich nicht interessiert. Warum sollte ich Geld ausgeben für etwas, was mich nicht interessiert? Aber das sieht spannend aus. Wie auch Sandland und Gogo Loser Ranger. Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn man so ein Dark-Fantasy-Setting mag, was auch endlich mal ohne sexuelle Gewalt auskommt und eigentlich sehr wenig Fanservice, dann ist das ein Go-To. Okay, cool. Okay, soll ich mit dem Anime weitermachen, den ich beendet habe oder beziehungsweise angefangen und beendet habe? Ja, ist ein Anime, den du auch schon letztes Jahr besprochen hattest, aber auch nur den Anfang, die ersten paar Folgen. Wir haben, jetzt ist die Serie auch abgeschlossen, also nicht die Serie, die Staffel ist zu Ende gegangen. Der Anime ist Anime des Jahres geworden bei den Crunchyroll Awards. Und ich habe jetzt auch alle Folgen der zweiten Staffel gesehen von Jujutsu Kaisen. Ich finde es interessant, wie es anfängt. Weil es fängt ja tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, die ersten paar Folgen sind ja so die Vorgeschichte von allem, von Satoru Gojo und Suguru Geto, die irgendwie komischerweise vom Flow her die gleichen Namen, ähnliche Namen haben. Mhm. Und ich muss sagen, das Ende hat mich ja sowas von eiskalt erwischt. Also von dieser kurzen Arc mit den beiden Jungs. Ja. Weil ich einfach nur dachte, war krass. Diese Unterhaltung plötzlich und so konsequent. Ja. Und das finde ich so stark bei Jujutsu Kaisen, weil andere Shonen, Battle Shonen, ja immer so, ja, der Person passiert halt nichts und so weiter. Das ist bei Jujutsu Kaisen halt einfach anders. Und ich finde, diese Konsequenz, die sie da in diesen 4-5 Folgen haben, zieht sich sehr in die darauffolgende Arc, diese Shibuya Incident Arc rein, die ja berühmt berüchtigt ist, weil da einfach so viel passiert. Also, es ist, also, die Amerikaner haben den Begriff Kollateralschaden eingeführt. Und ich muss sagen, das, was da passiert mit den Jujutsisten und was sie da antun, also, das ist auch ein Kollateralschaden, was da, eigentlich versucht wurde zu retten, aber dadurch zerstört wurde. Und ich hätte nicht gedacht, in was für einer konsequenten Form das einfach dargestellt wird. Mhm. Also. Ja. Ich bin auch gerade ein bisschen sprachlos. Ja, ich fand's halt so krass. Ich wusste natürlich, okay, der Shibuya-Incident und das ist irgendwie quasi ein schlimmer Vorfall gewesen, so bla bla bla. Aber ich habe halt nicht verstanden, dass es wirklich der Beginn einer neuen Zeit ist, mehr oder weniger. Ja. Das Wollen wir hier vielleicht Spoiler-Talk machen? Und weil ich glaube, das ist ohne Spoiler-Talk könnte man jetzt die zweite Staffel jetzt auch nicht erklären. Also wir haben die jetzt alle geguckt, beide. Die ist ja auch schon länger draußen. Ich glaube, es ist okay, wenn wir jetzt darüber sprechen. Spoiler ist jetzt eingeführt hier bei YouTube, wie auch bei Spotify werde ich jetzt Spoiler mit Zeitstempel einführen. Und dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel vorspulen, wenn ihr da den Zeitpunkt seht. Also guckt nochmal in die Timestamps. Okay, Spoiler Talk, Jujutsu Kaisen, zweite Staffel, Shibuya Incident. Du hast gesagt, ja, es ist also konsequent mit dass Charaktere sterben und ich hatte erst so ein bisschen die Befürchtung, dass sie bei manchen Charakteren dann doch mal das eine oder andere Auge zudrücken. Definitiv. Sagen, der ist jetzt doch noch mal davon gekommen, er ist jetzt doch noch mal überlebt und noch mal. Aber dann doch nicht. Ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt den Manga nicht gelesen, weil Manga-Leser sind hier in dem Teil weiter als wir. Ich glaube, seine Klassenkameraden Nobara und
und der Boy, ich habe den Namen gerade vergessen. Die werden es irgendwie überlebt haben. Megumi. Die werden es irgendwie überlebt haben. Weil, meinst du? Megumi hat noch eine Rechnung mit seinem Vater offen. Das ja. Und Nobara ist, da wurde ja auch schon angedeutet, dass sie eventuell am Leben ist, als sie weggetragen wurde. Er meinte so, sie ist zwar schon gestorben, aber eventuell kann man ja da was machen. Packst eine Augenklappe rauf, pustest kurz, fertig. Das wäre dann halt wieder nicht so konsequent. Ja, das wäre nicht konsequent, aber bei den anderen Charakteren, also Nanami, da dachte ich so, ja, der ist weg. Ja. Der ist geplatzt. Ja. Wortwörtlich. Und auch diese tausenden Menschen, die in der U-Bahn-Station und in Shibuya draufgegangen sind. Holy shit, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich dachte so, ja, da wären jetzt irgendwie so ein paar, 10, 15 Leute sterben. Das sind einfach tausende von Leute und was dann auch alles passiert. Also das Krasseste finde ich ja halt, was als in den Nachrichten darüber gesprochen wurde, die Leute sehen ja nicht, was da passiert und plötzlich verschwinden die und das ist einfach nur Blutlachen. Ja. Ja, es ist krass. Vor allem auch, also ich fand halt auch diese Szene so krass mit Satoru Gojo, wo er dann endlich mal freigekommen ist. Der war eigentlich die Hälfte der Staffel nur irgendwie in so einem Ball war. Oder war das davor? Oder war das davor? Wo? Satoru Gojo, das finde ich auch so eine Sache. Diese gesamte Serie dreht sich nur um Satoru Gojo. Ich habe den Fokus auf Yuji Itadori komplett verloren. Also erstens, die Staffel fängt an. Wir müssen die Geschichte von Gojo erzählen. Okay, kann ich nachvollziehen. Wir wollen halt wissen, wie die Beziehung zwischen den beiden Freunden und dann zukünftigen Rivalen ist. Dann beginnt die Staffel damit, ja, er ist der Stärkste auf der ganzen Welt. Er hat die 6 Augen. Wir müssen ihn in diesem viereckigen Pokéball einfangen. Das ist unsere Aufgabe. All unsere Kräfte und so weiter müssen damit aufgebracht werden, um ihn zu fangen, weil er der Stärkste von allen ist. Und ich denke mir so, Alter, Yuji hat fucking Zwiegesicht Sukuna in sich. Am I a joke to you? Ja. Aber es dreht sich die ganze Zeit nur um Gojo und glaube ich so die letzten 10 Folgen, da war es dann also, okay, er ist da drin gefangen, jetzt muss er jetzt was machen. Es wurde ja auch schon sehr kritisiert im Internet, dass Jujutsu Kaisen immer den gleichen Ablauf hat. Tatsächlich, okay. mit Yuji, dass es immer das Gleiche ist. Yuji kriegt es nicht mehr hin. Zwiegesicht Sukuna muss übernehmen und rettet, Anführungszeichen, den Tag oder Kollateralschaden in dem Fall. Ja. Weil hier ist es ja so gewesen, Yuji konnte irgendwann nicht mehr kämpfen, stand kurz davor drauf zu gehen. Und da versucht natürlich der Parasit, den Wirtskörper zu übernehmen und vernichtet halb Shibuya. Aus Versehen, mit Absicht. Ich weiß es nicht. Also, ja. Es passiert halt. Und anscheinend. Grundfahrlässig. Und das passiert anscheinend immer wieder. Und das war ja auch schon in der ersten Staffel so. Wo ich dann auch nur dachte, so, ja gut, das ist halt so, das ist ein Trope, der sich ja auch in anderen Anime zieht. Naruto hat den neunschwänzigen Fuchs in sich, der dann immer wieder seine Kräfte leiht, wenn Naruto in Not ist. Yugi holt dann immer den Pharao zu sich, wenn er Probleme hat und in Not ist. Aber dann habe ich auch wieder ein bisschen drüber nachgedacht und denke mir einfach, aber selbst bei Yu-Gi-Oh! Zieht sich das nicht die ganze Zeit durch. Dann manchmal kommt auch Yugi und sagt dann so, ey Pharao, fuck it, ich mach das jetzt. Oder wir müssen durchwechseln, weil es gerade irgendwie so ist, weil Maximilian Pegasus gerade in unsere Seelen reinschauen kann. Und bei Naruto ist es halt auch so, ja gut, manchmal kommt dann der Fuchs und übernimmt die Kraft. Aber dann wechselt sich eher die Kampfsituation und alle kämpfen gegen den Fuchs, weil Naruto außer Kontrolle ist. Oder die Befürchtung habe ich, dass es bei Jujutsu Kaisen so kommen wird. Bei Naruto ist es halt so, irgendwann kontrolliert er den Fuchs, weil er und Naruto natürlich die besten Freunde sind. Und man kennt es, Naruto kann gut reden. Und deswegen ist der Dämon, der in ihm wohnt, dann halt sein Best Buddy. Ich weiß nicht, wie es mit Zwiegesicht Sukuna sein wird, aber ich hoffe, es ist halt nicht so, dass irgendwann sein wird so, ja, wir sind jetzt Best Buddies und ich leide jetzt meine Kraft. Ja. Ich mag halt dieser Psychopath, der in ihn lebt und einfach mal übernehmen dieses Jekyll and Hyde-Ding, aber in dem Fall ist Hyde einfach eine Massenvernichtungswaffe. Ja. Das fand ich aber tatsächlich dann so ganz, ganz stark vom Voice-Acting auch so und von der Gestaltung her, als quasi Yuji wieder die Kontrolle bekommt, wenn er wieder wach wird und sieht, was da angerichtet wurde und er
Und dieser Schrei, wie er da auf dem Boden kniet und quasi sich die Finger wund und kratzt, weil er realisiert, scheiße. Ja, das... Scheiße. Ja, das war krass. Und dann lief dann parallel noch das Intro. Das waren schon starke Bilder und starker Moment. Es ist... Ich schätze dafür, dass... was dort umgesetzt wurde, weil ich hätte nie gedacht, dass es so konsequent sein kann, weil ich selten habe ich ein Battle schon gesehen, wo halt so ein Schaden geschieht. Und jetzt hoffe ich auch, dass es auch so bleibt. Der Schaden muss bleiben. Ansonsten ist es wieder all over Naruto, weil bei Naruto haben wir sowas Ähnliches gehabt. Mehr als die Hälfte des Dorfes wurde zerstört. Sehr viele Charaktere sind gestorben. Aber sie wurden, nachdem der große Bösewicht besiegt wurde, wiederbelebt. Ja. Weißt du, das ist halt so. Manchmal ist es auch notwendig für die Charakterentwicklung und auch für die Story, dass einige Charaktere halt nicht mehr da sind. Und ich hoffe, das bleibt dann auch bei Jujutsu Kaisen, dass da nicht irgendwie jetzt, haha, weißt du noch, ich bin hier zerfetzt worden und ich bin wieder da und ich habe einen Arm verloren, ich habe ein Bein verloren, aber ey, kein Problem, das wächst alles wieder nach, sondern manchmal muss es halt einfach so bleiben. Und ich hoffe, das ist dann auch so. Ja. Ja. Das Ende war ja dann quasi auch so ein bisschen oder so ein bisschen unverständlich, weil man sieht ja dann quasi nur irgendwie, wie Ayuji irgendwie, also ist ja irgendwie dann so ein Cut. Also das ist ja so ganz weird, weil eigentlich war da so eine ultra krasse Kampfsituation, wo dann auch der Protagonist von Jujutsu Kaisen Zero da auftanzt oder auftaucht. Ja, das ist es ja. Er erscheint am Ende. Und Yuji wird zum Tode verurteilt, weil die wissen, okay, shit, er hat Sukuna nicht unter Kontrolle. Gojo ist auch nicht da, um ihn unter Kontrolle zu behalten. Deswegen haben sie ja den Protagonisten aus Jujutsu Kaisen Zero geholt, damit er ihn jagt. Ja. Was ja ein cooler Cliffhanger ist. Und ich mir einfach nur denke, what the fuck, warum erzählt ihr nicht jetzt die Geschichte von Jujutsu Kaisen Zero? Das wäre viel, viel cooler vom Aufbau der Serie her. Ihr bringt die erste Staffel Jujutsu Kaisen raus, lasst die Leute 2 Jahre warten, macht in der Zwischenzeit den Kinofilm, dann haut ihr die zweite Staffel Jujutsu Kaisen raus. Jetzt müssen wir wieder ein ganzes Jahr warten, bis dann die dritte Staffel kommt. Warum macht ihr nicht die ersten beiden Staffeln, haut den Kinofilm raus, weil es dadurch viel spannender wird und dann macht ihr die dritte Staffel, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil mir immer wieder gesagt wurde, ja, Jujutsu Kaisen Zero ist wichtig für die zweite Staffel. Nein, Jujutsu Kaisen Zero ist wichtig für die dritte Staffel. Ja. Ja, für die dritte Staffel erst. Ja. Ja, das... Ich mag ihn leider nicht so richtig, den Protagonisten da und... Deswegen kann ich auch nicht so richtig für ihn rooten. Ich weiß, es wird nur gesagt, er ist halt der ultra, super, ultra krasseste Dude ever. Mhm. Aber naja. Ja, we will see. Ja, we will see. Und ich muss auch eine Sache sagen. Und zwar zum Animationsstil. Oder die Animation. Es klingt gerade so ein bisschen gemein, aber ich finde, die erste Staffel hat so einen Maßstab vorgegeben, wo ich aber dachte, okay, die zweite Staffel muss da auch hinterher. Und der Anfang der zweiten Staffel, also diese Arc mit Gojo und Geto, war für mich so, die wirkte animationstechnisch schwächer als die zweite die erste Staffel. Und auch der Beginn der zweiten Staffel mit dem Shibuya Incident fand ich vergleichsweise nicht so gut animiert wie die erste Staffel. Weil man schaue sich nochmal den Kampf zwischen Yuji und seinem Bruder auf der Bahnhofstoilette an. Ich dachte so, okay, das wird geile John Wick-Action, die kämpfen auf der Toilette. Es wirkte so steif animiert, es sah halt nicht sauber aus, es sah ganz merkwürdig aus. Und dann hast du diesen krassen Kampf, wo Yuji und Aoi gegen diesen einen Typen da kämpfen und ich dachte so, das ist genau das, was ich haben möchte. Das sind diese geilen Shonen-Kämpfe, die ich haben möchte. Es gibt viele Kämpfe, die sind echt geil und gut animiert und dann hast du einige, wo ich einfach denke, oh Gott, da waren die am Crunchen. Da waren die fucking nochmal am Crunchen und haben es nicht geschafft. Das war ja auch ein großes Thema, so, ne? Dass während der zweiten Staffel gerade zum Ende oder so Mitte Ende, dass die Animatoren gesagt haben, nee, das ist scheiße. War es wieder, welche Studie ist es? Mappa? Mappa. Mappa, die Augen von Mappa.
Die mir tun mir so leid. Ja, und das Ironische ist ja, dass Studio MAPPA jetzt ein Anime rausbringt über eine Animatorin und den Crunch und die Arbeitsbedingungen in der Anime-Branche. Ach Gott. Haben wir auch schon Zom 100, haben wir doch sowas ähnliches. Ja. Ja, ja, so viel. Also viel ich jetzt gerade auch über die Animation gemeckert habe und dass irgendwie der Fokus auf den Hauptcharakter irgendwie nicht so da war. Ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt. Es war trotzdem eine gute Staffel. Ah ja, eine Sache war da noch. Die wirkte fast wie eine Füllerfolge. Die mit der alten Klassenkameradin von Yuji. Kannst du dich dran erinnern? Ja. So dumpf-dunkel, ja. Ja, stimmt, genau. Das ist, wo sie einfach so, ja, in der Mittelstufe war ich so ein bisschen übergewichtig und da war ich halt wirklich halt einfach nicht selbstbewusst und Yuji hat mich irgendwie wahrscheinlich nicht wahrgenommen, aber er hatte sie trotzdem wahrgenommen und fand sie trotzdem sehr süß. Und dann endet die Folge einfach, ja, ich habe ihn wieder getroffen, wir haben uns ein bisschen unterhalten, es war toll. Und ich so, okay, wo kommt diese Folge her? Ob sie noch lebt? Ich, die muss doch wieder eingeführt werden. Die kommt doch bestimmt vielleicht wieder. Vielleicht war sie am Kollateral schon. Nein, glaube ich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, das dann. Ja. Die würde doch nicht offscreen jemanden killen. Das stimmt. Was aber auch ein absoluter Kollateralschaden war diese Inzest-Szene. Oh mein Gott, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Oh mein Gott, was ist das denn bitte gewesen? Bruder und Schwester, also dieser kleine Bruder. Ja. Der dann einfach alles? So besessen ist von seiner Schwester. Wozu? Jujutsu Kaisen, ihr habt fantastische Charaktere. Starke Charaktere. Starke weibliche Charaktere. Warum diese Bruder-Schwester-Geschichte? Ein kleiner Bruder, ich würde mal sagen, der kleine Bruder ist vielleicht mal 10 Jahre alt, 12 Jahre alt und die. Okay, klingt doch blöd. Die Schwester ist ausgewachsen. Ja. Und sehr üppig gebaut. Und dann liegen sie nackt im Bett. Oder sie liegt nackt im Bett und er ist komplett eingeschüchtert. Ja. Why? Das war einfach nur. Haben wir das gebraucht? Ja. Das hat literally überhaupt nichts zu irgendwas beigetragen. Es war einfach nur, haha, guck mal, wir machen eklige Dinge. Fanservice ist toll, aber nicht diese Art. Nein. Ach ja, und der Kampf von Mekamaru. Auch sehr cool gemacht. Hat mir auch sehr gefallen. Nee, ich möchte da nicht anschließen. Aber Ich hab du hast einen perfekten Übergang. Du hast den perfekten Übergang. Hau den raus. Ach, fuck, ich muss einfach. Gib mir. Also, kleine Vorwarnung. Wir reden jetzt über einen Anime, wenn man es noch Anime nennen kann. Der ist deutlicher plus 18 Content und reizt auch die Grenzen von Edgy sehr, sehr aus. Streckenweise ist das eigentlich fast schon Hentai, aber es ist mehr als das. Es hat eine verdammt witzige Story, coole Charaktere, vor allem die halt sich im Verlauf der Serie auch interessant entwickeln. Es hat Plot. Und wir reden über Gushing Over Magical Girls, heißt der auf Englisch. Und der läuft auf Animation Digital Network. Er ist auch eine Streaming-Seite, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Wird aber auch bei Animoon gepublished. Also da kann man die DVD-Boxen kaufen. Und ja, worum geht's bei diesem besonderen Magical Girl Anime? Wir haben ja in den vergangenen Jahren ja schon die ein oder anderen interessanten Takes auf das ganze Magical Girl Genre gesehen. Das hier ist auf jeden Fall revolutionär. Aber ja, vielleicht erstmal so ein bisschen als kleine Einführung. Es geht um ein Mädchen, die heißt Hiragi Utena. Die ist eher so schüchtern, sehr introvertiert und aber ein riesen Magical Girl-Fan. Das heißt, sie in der Stadt, wo sie wohnt oder in der Welt, in der sie lebt, gibt es quasi diese Magical Girls wirklich. Und es gibt auch so böse Kräfte, die regelmäßig Stadt angreifen und sie liebt die alle. Sie hat den ganzen Merchandise. Sie ist wirklich, also sie hat eine Obsession. Sie liebt diese Magical Girls wirklich über alles. Okay, nennen wir das Mädchen Deku. ja, quasi, genau. Sie ist Female Deku so ein bisschen, ja. Wirklich? Ja, könnte man schon so sagen. Ist es so ein bisschen die 18er-Version von My Hero Academia? Nur mit Girls? Ja, nur Girls Only, ja.
Ja, doch, könnte ich auch noch. Okay, schon. Okay, tell me more. Umso mehr freut sie sich natürlich, als es kommt so ein magisches Wesen an, wie das halt immer so ist. Irgend so ein magischer Begleiter, der heißt hier Watz. Und kontaktiert sie und sagt ihr, hey, willst du nicht auch Magical Girl sein? Die so, jawohl, let's go. Wobei sie erst so ein bisschen unsicher ist, weil sie traut sich das halt nicht so richtig zu und so, aber wird dann aber halt auch so von Watz sehr offensiv gedrängt und sagt, nee, du, hier komm, mach das mal jetzt. du kannst das schon, mach das schon. Und Watz drängt ihr quasi so auch die Kraft auf. Sie transformiert sich und merkt dann aber so, was ist das denn für ein Kostüm? So, das ist halt so, weißt du, so Borat-Style. So, nein, ein Mankini. So, ein Mankini, so mit, aber aus Leder, so BDSM, und sie hat dann halt so irgendwie so Fledermausflügel und so, und sagt so, was ist denn eigentlich jetzt hier los? Und sagt so, das war nicht das, was ich wollte. Kann ich vielleicht ein anderes Kostüm haben? So, was ist das jetzt? Und Watz sagt so, ja, du bist gar nicht, also du kämpfst nicht mit Tres Magica, also dein Lieblings-Anime-Girl, sondern du bist Teil der Schurkenliga. Du bist die Gegnerin von denen. Oh, what? Und sie so, und Utena so, how about no? How about no? Geh einfach wieder, bitte nimm das zurück, ich möchte das nicht. Okay. Watz macht aber ein Foto mit einem Smartphone von ihr in diesem ziemlich revealing Outfit und sagt, ja, also, wenn du es halt nicht machst, dann veröffentliche ich das auf Facebook. Er erpresst sie. Und sie so, bitte was? Are you fucking kidding me? Aber niemand erkennt sie doch, oder? Oder? Ja, theoretisch ja. Das weiß sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und eigentlich hat das nicht funktioniert. Ja, sieht sie ganz anders aus, wenn sie sich verwandelt? Außer, dass sie dann so ein kinky Outfit hat? Sieht ein bisschen anders, aber also eigentlich müsste sie relativ deutlich erkennbar sein, aber sie hat halt Hörner, sie hat halt so Flügel und hat ein kinky Outfit an. Ja, stimmt, ich erkenne Sailor Moon auch nicht wieder mit ihrem Diadem. Ja, das oder Superman, wenn er halt dann irgendwie eine Brille aufzieht, ist halt, erkennt man halt nicht mehr. Fair enough. Aber tatsächlich ist das ja quasi auch in der Welt so ein Ding, irgendwie es gibt quasi diesen magischen Schleier mehr oder weniger, dass wenn man verwandelt ist, wird man quasi nicht erkannt als die Person, die man vorher ist. Ja, also quasi erpresst in diese Rolle, dass sie jetzt böses Magical Girl ist, sagt sie, ja gut, weißt du was, ich kämpfe einfach gegen die, aber ich verliere einfach immer absichtlich. Easy clap. So, ich versuche einfach nett zu sein und versuche irgendwie gar nicht so böse gegen die zu kämpfen und ziehe mich dann einfach wieder zurück. Ist das erlaubt? Und ja, sie versucht, sagen wir es mal so. Sie versucht, sie wird tatsächlich von Watson auch gesagt, hier, geh mal dahin, da sind die jetzt gerade, und hier hast du einen Zauberstab, mach mal. Du musst jetzt mal deine Fähigkeiten hier kennenlernen. Und sie sagt, ja gut, okay, alles klar, ich schwing mal meinen Zauberstab. Und dann schwingt sie den quasi auf so Pflanzen. Und die Pflanzen verwandeln sich dann in lebende Kreaturen, die, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen fetisch inspiriert sind und sich dann quasi über die Magical Girls hermachen. Ja. Sie findet auch so, sagt da erst so, oh Scheiße, was passiert denn jetzt hier? Sie ist natürlich ein bisschen unangenehm berührt, sag ich mal auch. So wie natürlich auch die Magical Girls, die da quasi von diesen Blumen dann nicht ganz nett angefasst werden. Und ja, die benutzen dann halt eben auch so Fetischstrategien wie Fesseln, Knebeln, Augen verbinden, Kitzeln, um die Gegnerin quasi so außer Gefecht zu setzen. Und Utena ist erst so ein bisschen schockiert, merkt dann aber irgendwie so ein bisschen so, ach, irgendwie. Sie steht drauf! Irgendwie finde ich das ganz geil. Irgendwie finde ich das ganz geil. Und sie entdeckt dann halt mehr und mehr so ihre sadistische Seite, quasi ihre Sexualität. Also für dieses unscheinbare Mauerblümchen merkt sie plötzlich so, ja, ich glaube, eigentlich stehe ich da drauf. Und ja, damit bleibt sie eben auch nicht allein. Sie kriegt dann auch ein paar Begleiterinnen dabei und stellt sich quasi den Tres Magica immer wieder in so einem Fetish of the Week Battle
Wo dann immer halt so verschiedene Sachen thematisiert werden. Aber die kämpfen nicht nur gegeneinander, die lernen sich quasi im echten Leben auch kennen, wissen natürlich aber nicht voneinander, dass sie jeweils anderen sind. Und es entwickelt sich tatsächlich irgendwie auch so eine Freundschaft und teilweise auch ein bisschen mehr, auch so romantische Beziehungen. Was die ganzen Kämpfe und so weiter auch so ein bisschen tricky macht. Also sie kennen sich privat, also und auch von der Arbeit her. Und arbeitstechnisch kennen sie auch die Identität der anderen? Nee, eben nicht. Okay. Und das ist so ein bisschen tricky. Das heißt, die leben eigentlich zwei Parallelleben. In dem einen sind sie befreundet, gehen zusammen am Strand und in dem anderen kämpfen sie sexuelle Kämpfe. Ich kann mir das so schwierig gerade vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und ich sage das nicht nur, weil ich aufgrund Research Purpose mir die Serie jetzt anschauen werde. Ja. Aber ich kann mir das gerade sehr schwierig vorstellen, so was das Ziel der Serie ist. Ja, also auch keine Sorge, die Serie überlässt nicht viel der Vorstellung. Show, don't tell. Definitiv. Ich weiß, wie es auch klingt. Es klingt echt weird. Es klingt irgendwie vielleicht auch ein bisschen trashy, muss man irgendwie einfach sagen. Es klingt vielleicht auch fragwürdig, wenn so Teenage Magical Girls sich da irgendwie gegenseitig sexuell Es klingt ziemlich horny. Bekämpfen. Ja, ist es. Weil die merken dann auch, also die merken halt irgendwie auch die Magical Girls und zumindest einen davon merkt so, ach, eigentlich gefilmt ist auch ganz gut. ich stürze mich mal beabsichtigt schutzlos in den Kampf. So. aber ja. Frage. Was ist tatsächlich, ja, Frage. Gibt es nur Mädchen? Ja, es gibt nur Mädchen. Okay. Die sind auch alle in einem Alter, also man weiß nicht genau, wie alt die sind. Das ist halt so ein bisschen so eine Oberstufe. Vielleicht, weiß man nicht. Oh, Julina. Ja, das ist halt der Punkt, wo es so ein bisschen questionable ist. Man muss, ne, wenn man so sagt, ja, okay, die sind vielleicht irgendwie 14, ist sehr weird, wenn man sagt, okay, die sind, was weiß ich, 16, 17 oder 18 und sind untereinander zugange miteinander, dann kann man sagen, ja gut, das sind halt Teenager, die irgendwie ihre Sexualität man weiß es nicht. Okay, gibt es ein Tuxedo Mask, irgendwie sowas ähnliches? Kein Mann. Da kommt kein nichts. Mann. Kein da Mann. Kommt kein gar Mann. Kein Mann. Kein Sausage Fest. Nirgends. Eine Wurst ist kein Sausage Fest. Ja. kein Mann. Kein Mann. Nirgends. Das Einzige, was irgendwie nicht feminin oder weiblich ist, ist quasi dieses magische Wesen, aber das ist halt eher so geschlechtsneutral, würde ich sagen. Okay. Ansonsten gibt es keine männlichen Charaktere. Ist die Serie abgeschlossen oder? Nicht so richtig, glaube ich. Okay. Also, du hast ja auch so ein bisschen gefragt, okay, worauf läuft es hinaus? Ja. Also die Sache ist die, neben dieser ganzen persönlichen Charakterentwicklung, dieses Thema, okay, ich entdecke irgendwie meine Sexualität, ich finde irgendwie zu mir selbst und fange an, irgendwie auch dazu zu stehen, was eigentlich irgendwie ein interessantes Thema so ist auch für einen Anime, wenn auch keine Frage, vielleicht fragwürdiger Kontext und so weiter und so fort, aber an sich eigentlich ein cooles oder interessantes Thema, was nicht so häufig vorkommt. Geht's aber tatsächlich auch auf dieser ganzen Magical Girl Geschichte so ein bisschen weiter, weil nicht alles so ja, und es ist nicht alles so koscher, was da mit diesem ganzen Magical Girl Kram läuft, weil es wird schon so angedeutet, ja, also Nitres, also die Gruppe um Uten herum und den Tres Magica, die bekämpfen sich immer, aber die hören halt irgendwann wieder, weißt du, die hören halt auf, so, wenn die bringen sich nicht um, so, weißt du, die haben halt ihren Spaß irgendwie und dann gehen sie auch wieder. Ist es wie bei Goku Loser Ranger, dass es alles nur inszeniert ist? Nein. Nee, also das ist jetzt kein inszenierter Porno-Dreh von Magical Girls oder so. Nein. Das meinte ich jetzt auch nicht. Nee, also das, was es so ein bisschen ist, es wird angedeutet, es gibt quasi auch so eine andere Schurken, also es gibt überall quasi diese Magical Girls und diese Schurken und so weiter. Und ja, es könnte schon sein, dass das irgendwie alles staged ist, so in dem Sinne, dass die Mächte eigentlich das gegeneinander ausspielen.
Aber es wird schon so angedeutet, ja, angenommen, die würden zu Ende kämpfen, da verschwinden Leute. Und es wird auch in der Serie so gezeigt, ja, dass Watz zum Beispiel, wenn nachdem einer der Bösen quasi besiegt wurde, die Watz jagt der nach und dann ist die halt nicht mehr da. Dann ist die halt dead. Also da gibt es noch eine ziemlich düstere Dimension. Irgendwie, die so leicht angedeutet wurde, aber noch nicht ganz quasi auserklärt wurde. Aber es deutet sich an, irgendwie ist dieses ganze Setting, in das wir da gedrängt wurden und in das diese ganze Magical Girl-Kampfgeschichte, irgendwas ist da nicht koscher. Okay. Und das Julina, ist so ein bisschen. Daumen hoch oder Daumen runter? Ey, ganz ehrlich, Daumen hoch. Also es tut mir leid, du musst dich nicht entschuldigen. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich finde das echt spannend. Es ist, also natürlich bedient es auch halt voll mein King, so was weiß ich, wenn vor allem, weil nur halt Frauen da sind, die irgendwie gleichgeschlechtlich zugange sind. Ja, aber ist ja nicht nur deine, also ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich werde ja auch aus Interesse noch mal reinschauen. Ja. Oder mehr. Als ja. Nur rein vielleicht auf die ganze Staffel gucken. Es ist, aber es wird, also okay, also ich habe echt nichts erwartet, als ich da angefangen habe. Oh, das ist bestimmt voll der Trash. Und das war sogar meine Empfehlung. Ja, das war deine Empfehlung. Ich habe halt reingeguckt und dachte, ja, komm, guckst du halt rein. Und ich dachte halt echt, ja gut, es ist halt, was weiß ich, irgend so ein Billig-Hentai. Aber ich bin geblieben für den Plot und die Charakterentwicklung. Und das ist gut. Das ist so witzig, weil ich habe tatsächlich, habe mich so ein bisschen auch in Foren zu dem Anime schlau gelesen oder was so andere Meinungen sind. Und viele meinten auch so, ja, ganz ehrlich, ich habe die Staffel nochmal geguckt, habe die Sexszenen quasi geskippt und es ist ein guter Anime. So, und das finde ich halt, ja, das spricht so ein bisschen auch dafür. kann man gut gucken, aber man sollte sich wirklich bewusst sein, dass es. Das sollte man nicht an der Arbeit gucken, zum Beispiel. Oder mit der Familie. Oder mit der Familie oder im Zug oder so. Ja, stimmt. Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig hier unterwegs sowas zu sehen. Mhm. Ich hab im Flugzeug bei Leuten rübergeluschert, die Oppenheimer geguckt haben. Hast du Oppenheimer geguckt? Nee, noch nicht. Es gibt sehr weirde Nacktszenen in dem Film. Okay. Und im Flugzeug gab es überall schwarze Balken bei denen. Lol. Lol. Ja, cool. Eine Sache, die ich noch anmerken muss, ist so ein bisschen, es wird ja viel quasi, oder was da so ein bisschen ja thematisiert wird, ist ja so quasi so BDSM und Fetisch. Und da ist natürlich eigentlich so, gerade so in BDSM oder Fetischkreisen ist ja Konsens und Absprache komplett total wichtig, so die oberste Regel. Da wird nicht einfach quasi so gemacht. Das muss halt irgendwie ein safes Erleben sein für alle. Das ist jetzt, dem wird halt nicht Rechnung getragen in dem Anime, muss man sagen, weil das in diesen Kampfszenarien wird da nicht nach der Meinung gefragt, ob du jetzt da mit den Tentakeln da irgendwas machen darf oder nicht. Kann man natürlich kritisch sehen, definitiv. Wenn man es jetzt halt einfach so als so ein fiktives Werk nimmt, ja. Ich kann es verstehen. Es ist okay. Mhm. Ja. Genau. Gushing over magical girls. Wie viele Folgen sind es? 13. Okay. Ja, lässt sich auch gut wegschauen. Mhm. Das lässt sich gut wegschauen. Abends im Bett. Yeah. Okay. Yeah. Eine Sache haben wir noch, oder? Eine Sache haben wir noch. Die ist auch harmlos, sage ich mal, unverfänglich. Und zwar Burn the Witch. Burn the Witch war auch ein Anime, der mich so ein bisschen verwirrt hat, weil ich nichts über diesen Anime wusste. Er läuft auch auf Crunchyroll. Und es ist tatsächlich eigentlich ein Film, der in 3 Folgen heruntergebrochen wurde. Und die Manga-Vorlage hatte auch erst irgendwie 4 Kapitel irgendwie veröffentlicht. Mhm. Und ich war schon so, hä, wann geht's denn jetzt hier weiter? Also, was ist das denn? Ich dachte, es wäre halt ein Season-Anime. Ja, dachte ich auch, als ich den gesehen hatte.
Du hast ihn auch schon gesehen. Ja, wir hatten den schon mal im Podcast besprochen. Echt? Wir haben den schon echt? Ja, ich habe den mit dir schon mal besprochen gehabt. Da war ich, ich war genauso verwirrt wie du. Oh wow. Ist ja die Spin-off-Serie zu Bleach. Ach echt? Das wusstest du auch nicht. Okay, warte, ich erkläre es dir nochmal. Die Soul Society ist die Gesellschaft in Japan, die sich darum kümmert, dass die Seelen Verstorbener ins Jenseits kommen. Und die Society hier bei Burn the Witch ist die in Europa. Mhm. Und die kümmern sich dann darum. Ah. Okay. Ja, gut. Hm. Also. Erzähl trotzdem. Gut. Also, dann erzähl ich, du kannst mich gleich gar korrigieren, falls ich irgendwas falsch verstanden habe. Ich habe aber schon wieder viel vergessen. Was noch wichtig ist, wenn ihr das auf Crunchyroll gucken wollt, die Einführungsepisode ist, warum auch immer, als Staffel 2 gekennzeichnet. Tut euch den Gefallen, guckt euch zuerst die Einführungsepisode unter Staffel 2 an, dann habt ihr einen wesentlich weniger verwirrenden Einstieg, als ich hatte. weil ich dachte, ja, okay, wer sind jetzt die geringsten Charaktere? Nichts wird vorgestellt, niemand, alles wird auf, also, es war so, okay, hä? Okay, gut, I guess, extremer Fall von Show, Don't Tell, aber naja. Ich erzähl dir mal ganz kurz, das Problem hatte ich auch. Ich guck Jojo und die allererste Folge Jojo's Bizarre Adventure war die allererste Episode aus, wie hieß die noch? Stardust Crusaders. Oha, ja. Und ich habe nichts verstanden. Warum reden die alle so, als wäre es selbstverständlich, das, was sie können, was sie haben, wer da ist und so weiter, als wäre es alles selbstverständlich. Und dann hat mein Cousin gefragt, ich habe nichts verstanden. Und immer so, was hast du denn gerade geguckt? Ja, Jojo's Bizarre Adventure. Ja, welche Folge? Ja, hier, Stardust Crusader. Das ist die dritte Staffel! Ja. 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 Also, okay, ich versuche mal wiederzugeben, weil offensichtlich kann man Burn the Witch auch gucken, wenn man Bleach nicht kennt oder verstanden hat. Genau. Es spielt quasi in so einer Art Welt, in der es auch so eine mehr oder weniger weitere Dimension gibt, wie so eine Art irgendwie auch so Spiegelbild unserer Welt oder so, in der es halt eben Magie und Wesen, anscheinend auch Seelen gibt. Aber Burn the Witch geht es hauptsächlich um Drachen, oder zumindest werden sie so als Drachen bezeichnet. Und die Serie spielt in England bzw. London. Und ja, es gibt dann auch quasi so eine Art Reverse London, was quasi so eine Art eigene Gesellschaft nochmal ist und so eine versteckte Ebene innerhalb der normalen Welt ist. Und es gibt halt diese Organisation in diesem Reverse London, die versucht, die ganzen Magiephänomene möglichst irgendwie unter Verschluss zu halten, damit da irgendwie kein Schaden passiert. Wir haben dann zwei Protagonistinnen, Emmanuelle und Nini. Und die arbeiten für Wingbind, also das ist so eine Abteilung in dieser Organisation. Die kümmern sich darum, Drachenvorfälle zu verhindern. Das heißt, Drachen, die irgendwo rumgeistern, einzufangen. Oder aber eben auch, wenn es halt irgendwie so friedvolle Versionen von Drachen gibt, die, die als Nutztiere genutzt werden oder so, da halt mit denen zu interagieren. Weil wenn normale Menschen irgendwie mit Drachen interagieren, dann passiert ziemlich viel Mist. Also die Drachen werden korrumpiert und drehen dann vollkommen frei. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, was mit den Menschen passiert, aber irgendwas nicht so Gutes passiert auf jeden Fall mit denen. Sie müssen nämlich dann lebenslang weggesperrt werden. und tatsächlich ist so, dass in der Story die Drachen eben für 72% aller Tode irgendwie in London verantwortlich sind. Und deswegen ist das eine sehr wichtige oder sehr strenge Aufgabe. Und es gibt aber tatsächlich einen, bei dem das nicht passiert ist, der Kontakt zu einem Drachen hatte, aber nicht durchgedreht ist. Und der heißt Balgo. Und der joint dann auch tatsächlich diesem Wingbind als Mensch. Und to be honest, einfach komplett useless Maskottchen. Mhm. Und es ist quasi eigentlich so ein Sonderfall oder so ein experimentelles Projekt, wo getestet wird, hey, kann das eigentlich funktionieren, wenn Menschen irgendwie lernen, mit Drachen irgendwie umzugehen, auch wenn sie keine magischen Fähigkeiten haben. Und ja, in diesen drei Folgen oder drei, vier Folgen lernen wir dann quasi die Protagonistin kennen und sehen so einen Fall, der so ein bisschen eskaliert ist, weil so eine Art Märchendrache erschienen ist, die halt nochmal so ein ganz anderes Ausmaß an Katastrophe mit sich bringen. Es bleibt ein bisschen die Frage offen, okay, kann es einen friedlichen Umgang mit Drachen geben oder müssen wir die eigentlich vernichten.
Ja, der Anime macht auf jeden Fall Spaß zu schauen, fand ich so. Also hat so seine leichten, aber auch ernsten Momente. Und stellt irgendwie, also ich finde die Welt auch ganz interessant, sehr abwechslungsreich. Und hat so gemerkt, okay, es gibt irgendwie noch viele, viele Geheimnisse, die es eigentlich zu decken lohnt. Also es macht eigentlich definitiv Lust auf mehr. Deswegen war ich so ein bisschen schockiert, dass laut der vierten Folge Ende oder der dritten Folge ein Ende ist. Ich dachte so, ja, hä? Wo mehr? Ja, wo mehr? Also es gibt manga-technisch auch nur eine Ausgabe, nur ein Band. Ja. Ja. Und das, ja, da wird so schnell nichts mehr kommen wahrscheinlich. Was ich so ein bisschen nervig fand, war tatsächlich diesen Charakter Balgo, der erstens komplett useless ist, sonst nichts wirklich dazu beiträgt und er schwärmt die ganze Zeit nur von quasi der Hauptprotagonistin und wie gerne er ihre Höschen sehen würde. Wo ich mir so denke, ja, klasse Beitrag. Klasse Beitrag. Das hat es auf jeden Fall gebraucht. Das war wichtig für die Story und die Charaktere. Ja. Weiß ich nicht. Ey, ich war auch sehr verwirrt, als ich die Serie geguckt habe. Ich hatte echt Spaß mit gehabt und ich war in der gleichen Situation wie du, wo ich einfach nur dachte, okay, wo ist der Rest? Weil es fühlt sich so an, als würde es mittendrin aufhören, als würden die gekommen. Ja. Es kommt zu etwas ganz Großem. Es wird so ein Universum, eine Welt geöffnet und sie steht nur kurz davor, dass wir einfach nur die Tore gegendrücken, damit sie aufgeht. Und dann war es das. Das war es. Fertig. Raus. Nee, es kommt nichts mehr. Und ich habe eben gerade nochmal geguckt, ob da eventuell noch was kommt. Und ich habe geguckt, ob der Autor, Tito Kubo, irgendwas noch was macht. Da hat Burn the Witch nichts mehr gemacht. Wow. Wow. Also er macht jetzt noch die Spin-Off-Serie zu Bleach mit dem anderen Hauptcharakter, aber zu Burn for Witch ist da nichts mehr. Also er macht lieber noch mehr Bleach, tatsächlich. Okay. Ja, schade. Wäre cool gewesen. Muss man einfach sagen. Also hätte ich auf jeden Fall weitergeguckt, so, aber so ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann man kann es gut gucken. Es hat jetzt Spaß gemacht, aber es ist halt wie so eine Vorspeise, weißt du? Man hat dann Lust auf mehr und man weiß, man kriegt nichts mehr. Ich fand die Idee auch so cool, wo gesagt wurde, ja, es ist ja Spin-Off und das ist halt so die gleiche Organisation, die dann halt in Europa unterwegs ist. Also, dass es halt eine Welt ist, die so groß ist und dann ist halt, naja, Japan hat hier Japan-Shit und Problems und Europe hat Europe-Shit und Problems. Mhm. Dachte ich so, coole Sache, gute Idee. Ja. Schade, schade, schade einfach, dass da nichts dazu kam. Ja, weil die beide Protagonisten auch Potenzial haben, irgendwie cool und gut etabliert zu werden. Weil ich finde halt so, die eine ist ja halt so ein bisschen die Aufgedrehtere, die andere ist ja etwa die Stillere. Ja. Ist ein typisches Trope, aber trotzdem finde ich halt beide interessant. Aber ja, schade. Ja, das stimmt. Ja. Das war Burn the Witch und das war letzten Endes auch der letzte Anime, den wir heute zu besprechen haben. Wir sind jetzt auch schon seit ein, dreiviertel Stunden im Gespräch. Wir sind also verdammt lange im Gespräch, obwohl, Anführungszeichen, nicht so viel von mir aus gesehen wurde, aber dafür sehr viel von dir. Mhm. Wir haben ja auch lange keine Folge mehr gehabt, wir haben ja ein bisschen Pause gehabt. Jetzt nochmal gute Neuigkeiten für Leute, die meinen, schade, dass schon wieder vorbei ist. Macht euch keine Sorgen. In 2 Wochen geht's hoffentlich weiter mit uns. Also wir werden für Mai natürlich noch eine Folge aufnehmen, weil Jolina, du hast ja noch mehr zu erzählen. Ja, ich hab wieder schon von den Anime der Springsteen habe ich auch schon in 2, 3 Stück reingeschaut. Da wird auf jeden Fall werde ich viel zu berichten haben in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich am 5. Mai erscheint. Ja. Ich werde auch noch einige Sachen schauen. Also ich werde jetzt in Go Go Loser Ranger noch mal reinschauen. So viele Folgen, wie es halt geht, weil ich glaube, die kommen jetzt auch wöchentlich. Sandland werde ich auch reinschauen, weil zu eines der letzten Werke von Akira Toriyama und die Fortsetzung des Manga, weil der Manga war ein One-Shot damals und war dann vorbei und ich habe jetzt von einigen Leuten bei mir im Chat mit erfahren, dass sie gesagt haben, hey, ja, der Film erzählt halt die Geschichte des Manga, aber es gibt jetzt noch weitere Episoden, die dann halt die Geschichte weitererzählen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann weitergeht, wie auch dann, ja, es ist nicht das letzte, aber vorletzte Werk, weil es kommt ja auch Dragon Ball Daimer dieses Jahr. Stimmt, und das ist ja auch noch eine Sache, an der Akira Toriyama mitgearbeitet hat. Also, wir wissen ja, irgendwann hat er ja gesagt, hey, ich bin nicht so interessiert in Anime, ich gebe gerne hier Input, meine Ideen mit und was die dann fabrizieren. Ja.
Und der Spy-Family-Film, ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch reinschauen. Ich konnte leider nicht zur Pressevorführung, sonst hätte ich heute darüber erzählt. Ja, ich auch leider nicht. Ich war krank. Ja, habe ich ja, glaube ich, auch. Das war auch der Grund, warum die Folge jetzt noch eine Woche später kam. Deswegen bin ich auch nicht zur Pressevorführung gegangen. Leider. Yeah. Aber ja. Aber wir können davon ausgehen, nächste Woche. In 2 Monaten. Konosuba bei dir? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, freue mich auch drauf. Bin ich sehr gespannt. Ja. Also, es geht natürlich immer weiter. Wir hören einfach nicht auf. Wir werden immer weiter über Anime reden. Es gibt immer wieder neue Anime, über die es sich zu reden lohnt. Wenn ihr uns und unserem Podcast gerne zuhört, dann liked uns gerne. Lasst uns nette Kommentare da, Reviews auf Plattformen haben. Schreibt uns gerne auch auf den Social-Media-Plattformen, was ihr interessant fandet und spannend fandet oder ob es irgendwelche Anime gibt, die wir unbedingt mal anschauen sollen und die dann vielleicht den Weg in unseren Podcast finden. Für heute war es das erstmal. Mhm. Vielen, vielen Dank, Wirt, für wieder diese wunderbare Aufnahme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Julina. Ich habe auch jedes Mal sehr viel Spaß mit. Und ich freue mich, ich freue mich jetzt schon, dass wir in 2,5 Wochen quasi wieder aufnehmen, weil es gibt viel zu reden. Es gibt viel zu bereden, es macht immer sehr viel Spaß und uns geht der Stoff ja einfach nicht aus. Also ich finde, bei Anime ist es sogar noch schlimmer als bei Videospielen, weil es gibt so viele Sachen, die in so kurzer Zeit erscheinen und der Backlog-Katalog von so vielen Sachen, die irgendwie schon vor 10, 15 Jahren erschienen sind, die hat man bis heute ja immer noch nicht nachgearbeitet. Deswegen, es gibt immer was zu bereden. Ja. Und Folge 69 kommt ja auch noch irgendwann. Folge 69. Nice. Die Folge heißt einfach nur Nice. Nice. Die wird einfach nur Nice heißen. Nice. Und ihr könnt davon ausgehen, was für Themen wir da behandeln werden. Ja, wahrscheinlich hätte ich hier Gushing Over Magical Girls hätte ich mir dafür wahrscheinlich aufheben sollen. Ja. Aber mal sehen. Vielleicht gibt es ja bis dahin eine zweite Staffel von Interspecies Reviewers. Interspecies Reviewers. Das wäre so gut. Witzig. Ja gut, schauen wir mal. Aber für jetzt erstmal macht's gut. Ganz viel Spaß mit Anime und unserem Podcast auch in Zukunft. Und bis bald. Ciao.